Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ruhrtalk. Mein Name ist Lukas und ich habe mich heute aus dem hohen Norden mit dem lieben Chris zusammengeschaltet, um mal wieder über ein paar Neuheiten zu sprechen. Hallo Chris, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Servus Lukas, mein Lieber. Mir geht's soweit gut. Ich bin gut beschäftigt. Ich glaube, das sind wir drei alle. Also sowohl du als auch Raff. Wir haben jetzt 2 Wochen nicht aufgenommen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder 1 Woche, ich kriege es im Kopf gerade gar nicht zusammen. Zwei, ja. Ein bisschen schade, es tut uns auch leid, aber wir sind alle gerade sehr, sehr umtriebig. Raff ist gerade, hat einen neuen Job gestartet. Ich glaube, das kann er aber mal selbst irgendwann mal in Ruhe erzählen, was er genau macht, aber es hat ihn auf jeden Fall in die Schweiz verschlagen. Du bist im hohen Norden, da wirst du gleich noch erzählen, wo du jetzt gerade bist. Und ich bin gerade... Ja, ich bin eigentlich vor allem beruflich recht viel unterwegs. Ich bin immer mal wieder in der wunderschönen Stadt Lissabon. Ansonsten hier in Deutschland im Büro. Und dementsprechend ist es gerade ein bisschen schwierig, unsere Kalender übereinander zu legen. Jetzt fängt auch so diese jetzt ist auch so Urlaubszeit. Also ich bin jetzt auch demnächst nochmal weg ein paar Tage. Insofern ist das so gerade etwas alles herausfordernd. Wir versuchen es aber natürlich immer, wenn wir es schaffen, für euch aufzunehmen. Aber wir bitten da auch ein bisschen um Nachsicht, wenn es mal eine Woche lang keine Folge gibt, dann, es tut uns sehr leid, aber dann hat es einfach nicht geklappt. Es liegt nicht daran, dass wir keine Lust haben oder dass wir irgendwie nicht motiviert sind, sondern es liegt einfach daran, dass es teilweise echt schwierig ist, unsere Kalender irgendwie übereinander zu kriegen und da irgendwie Slots zu finden, in denen wir aufnehmen. Und weil ich kann de facto eigentlich immer nur so am Wochenende, weil unter der Woche ist bei mir von morgens bis abends eigentlich volles Programm. Und wenn ihr dann zum Beispiel am Wochenende unterwegs seid oder da selbst Action habt, dann kriegen wir es nicht zusammen. Das ist immer ein bisschen meine Herausforderung, die ich dann auch habe an der Stelle. Aber wir tun unser Bestes und insofern haben wir uns jetzt auch heute verabredet und sprechen immer ein paar Neuheiten, die wir jetzt im Rahmen der Geneva Watch Days gesehen haben. Was die Geneva Watch Days sind, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber Lukas, erstmal die Frage, wie geht's denn dir eigentlich und wo bist du gerade? Mir geht's gut und ich hatte auch viel um die Ohren. Ich hatte so eine Art Umzug in Anführungsstrichen. Ich hatte das ja erzählt, glaube ich, dass ich meine Wohnung in Mannheim in meinem Studienort räumen musste oder beziehungsweise geräumt habe, weil wir die gekündigt haben, da mein Auslandssemester jetzt begonnen hat. Ich hatte ja hier im Podcast schon immer mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie es so aussieht mit, welche Uhr ich mit ins Auslandssemester nehmen möchte und so weiter und so fort. Und die Uhr trage ich tatsächlich jetzt auch gerade am Handgelenk, also schon mal so ein vorgelagerter Audio Wrist Check, Tudor BlackBay 58 ist es bei mir heute, ganz klassisch die schwarze am Stahlarmband, ist tatsächlich auch die einzige Uhr, die ich mit habe, einfach weil ich gesagt habe, das ist deutlich einfacher, wenn man nur eine Uhr dabei hat, die alles mitmacht, und das hat sich bis jetzt auch bewährt, ne? Also um die Uhr muss ich mir jetzt sehr, sehr wenig Sorgen machen, weil ich alles eigentlich mit ihr machen kann. Ich bin jetzt in Schweden im Auslandssemester in einer relativ kleinen Stadt, zentral im Land gelegen, also so 140, 150.000 Einwohner hat die Stadt, glaube ich, und das ist echt cool, weil halt ich finde, in diesen kleinen Städten ist der Spirit beziehungsweise das Miteinander unter den Studierenden und so weiter immer ein bisschen enger, weil man halt einfach mehr Aktivitäten hat. Dadurch, dass die Stadt ein bisschen kleiner ist, kann man da irgendwie von Universitätsseite oder von den Fachschaften, von den Organisationen aus mehr organisieren. Man bringt die Studierenden irgendwie dichter zusammen. Und deswegen bin ich dabei soweit sehr, sehr happy, habe einen coolen Platz hier im Studentenwohnheim. Das war nämlich auch so ein Pain bei vielen anderen, die ein Auslandssemester machen. Also bei uns ist das verpflichtend im Bachelor. Und viele andere sind halt irgendwie in europäischen Großstädten oder sowas gelandet. Und da ist es halt mit der Wohnungssuche ganz, ganz anders gewesen. Also ein Kumpel ist zum Beispiel in Dublin und der zahlt da halt für so eine Wohnung mit so einem kleinen eigenen Bad, aber geteilter Küche irgendwie deutlich über 1.000 Euro Miete pro Monat. Wow. Und ich habe hier halt ein großes Zimmer im Studentenwohnheim mit eigener moderner Küche. Also das Haus ist, glaube ich, nicht mal 2 Jahre alt, mit eigenem Bad, eigener Küche, guten Elektrogeräten, großem Kühlschrank, und das kostet einen Bruchteil von dem, was andere eben für wesentlich kleinere, schlechter ausgestattetere und ältere Zimmer in europäischen Großstädten bezahlen.
Deswegen, damit bin ich sehr happy. Man erreicht hier alles sehr gut mit Bus und E-Scooter oder Fahrrad. Deswegen, das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn man halt da auch, ja, nicht irgendwie wie in ganz großen Städten irgendwie mal eine Dreiviertelstunde irgendwie zur Uni braucht, sondern man ist hier direkt auf dem Campus. Man hat verschiedene Möglichkeiten für Sport und sowas auf dem Campus. Und ja, hat jetzt eben so diese Woche haben jetzt die Vorlesungen angefangen. Parallel läuft noch so ein bisschen das Opening Program, wo man halt ja, die Leute kennenlernt, verschiedene Aktivitäten hat und so weiter und so fort. Heute geht es jetzt eben auch noch an See und das ist dann natürlich auch was, wo man halt sagt, ja, da muss ich mir halt um die Uhr keine Gedanken machen, wenn man irgendwie ein bisschen Kanu fährt oder Kajak fährt, ob man reinfällt oder nicht, die Uhr macht's mit. Wir hatten jetzt letztes Wochenende tatsächlich uns mit einer Gruppe unabhängig von der Uni organisiert, so einen kleinen Traum erfüllt. Also ich sag mal, jeder hat es ja so ein bisschen, oder ich kenne sehr viele Leute, die sich so vorstellen, ach komm, einmal so ein Haus in Schweden mieten. Und ich glaube, jetzt habe ich schon bei ganz vielen Leuten irgendwie so ein Bild im Kopf geweckt. Also bei mir war es zumindest halt so, dass es halt, ja, die Vorstellung halt war, dass es halt ein rotes Holzhaus, klassisch so ein Schwedenhaus, mitten im Nirgendwo, vom Wald umgeben, direkt an einem See, mit direktem Seezugang. Dann hat man da halt einen eigenen Steg mit Ruderboot und im besten Fall irgendwie noch mit einer Sauna und einem großen Garten, wo man irgendwie zusammensitzen kann, Feuer machen kann und so weiter und so fort. Und ja, das war so die Vorstellung und genau das haben wir im Prinzip gemacht, waren dann so anderthalb also Stunden. Also entspricht die Realität auch der Vorstellung? Ja, weil also in dem Fall haben wir wirklich Glück gehabt. Das war ein älteres Haus, sage ich mal, also so ein klassisches Sommerhaus, was wir bei Airbnb gefunden haben, war auch dementsprechend dann, ja, jeder Raum war irgendwie mit Schlafmöglichkeiten zugestellt, damit man da halt irgendwie mit großen Gruppen drin übernachten kann. Aber auch das war preislich voll im Rahmen. Also es hat über Airbnb 250 Euro die Nacht gekostet und wir waren da halt mit 10 Leuten, hatten eine vernünftige Küche, weil man halt auch wusste, das waren irgendwie Leute aus Stockholm, die das selber irgendwie so als Wochenendhaus nutzen und es halt sonst noch hin und wieder vermieten. Genau, da waren wir dann 2 Nächte, sind dann den Samstag, also von Freitag auf bis Sonntag, sind dann den Samstagmorgen auch direkt irgendwie um 5 zum Tagesanbruch aufgestanden und dann um 5.30 Uhr direkt zum Angeln rausgefahren. Waren dann 5 Stunden mit dem Ruderboot draußen, haben dann die eine Seite vom See einmal komplett so umrundet und die Schilfkanten da abgeangelt und so weiter und so fort. Und ja, sind dann stolz mit unserem großen Fang und so weiter wieder zurückgekommen. Und ja, dann sind wir noch zu so einer anderen Stelle gefahren, wo man nicht so gut mit zu Fuß hinkam, sind dann da auf so einen Felsen geklettert und so. Und das war einfach eine coole Gruppenaktivität. Wir hatten dann noch so eine Sauna, wie gesagt, wir hatten so Stand-Up-Paddling-Boards und so weiter und so fort. Und das sind einfach coole Sachen, irgendwie coole Erinnerungen, die irgendwie auch jetzt mit der Uhr verbunden sind, wo man sich einfach irgendwie drüber freut. Und ja, wo ich sehr froh bin, dass wir das so früh gemacht haben. Normalerweise bin ich immer eher so der Meinung, so ey, ja, lass mich doch erstmal ankommen, bevor ich jetzt schon irgendwie groß hier Ausflüge oder sowas buche. In dem Fall war ich jetzt aber sehr froh, dass ich es so gemacht habe oder dass wir es so gemacht haben, weil ich sag mal, es wird dann halt auch jetzt demnächst kälter, das Wetter wird irgendwie schlechter und dementsprechend ja, war das sehr gut, dass wir das quasi so rechtzeitig gemacht haben und ja, ist auf jeden Fall so ein kleiner schwedischer Traum in Erfüllung gegangen. Wow, das klingt auf jeden Fall richtig toll. Ich bin so ein bisschen neidisch, ich muss sagen, ich finde Schweden wunderschön, auch gerade so Schweden im Sommer hat extrem viel Reiz. Also ich meine, finde allgemein so Skandinavien, es hat unglaublich viel Reiz, also diese Weite, diese Natur. Ich habe selbst damals mein Auslandssemester in Finnland gemacht. Ich weiß, offiziell ist es nicht Skandinavien, aber es ist halt schon irgendwie auch ähnlich, auch so vom Vibe her. Und ich war damals, war ich dann auch ein paar Tage in Schweden drüben, kannst du mit der Fähre rüberfahren nach Stockholm und da dann ein bisschen was angeschaut. Ich muss sagen, ich finde die ganze Gegend einfach extrem schön, auch so diese Natur, diese Weite, diese Stille, auch dieses etwas Entschleunigte, auch gerade im Vergleich zu so den deutschen Großstädten, die du hier so hast. Ja, also ich fand es zum Beispiel extrem stressig damals, als ich wieder nach Frankfurt zurückgekommen bin. Und ich war richtig, hat echt so 2-3 Tage gebraucht, um mich wieder so ein bisschen mit diesem Rhythmus und dem Takt, den du hier so hast, irgendwie wieder, um damit wieder klarzukommen, weil man so komplett aus einer anderen, viel, viel langsameren und entschleunigteren Welt gekommen ist. Also deshalb, ich kann, also ich
keine Ahnung, ich wünsche dir da einfach nur eine ganz, ganz tolle Zeit und ich glaube, du wirst da ganz viel Spaß haben. Und ich bin so ein bisschen neidisch, weil ich denke, hey, das ist ein Traum, den du da gerade lebst, also genieß das. Das sind einmalige, das ist eine einmalige Zeit auf jeden Fall, da wirst du dich wahrscheinlich noch in 20 Jahren mit leichtseligem Blick dran erinnern und sagen, hey, das war mega, damals da gewesen zu sein. Also insofern genießt es einfach, ist echt Hammer. Ja, ich weiß aber schon, was du mit der Entschleunigung meinst, ne? Also allein schon das Uni-Programm ist hier ganz anders. Also wir haben immer nur eine Vorlesung zur Zeit, beziehungsweise ein Modul zur Zeit. Das hast du dann für einen Monat. Dann kommt irgendwie eine Prüfung, eine Abgabe und dann kommt das nächste. Bei uns an der Uni zu Hause ist es halt so, dass du halt alles parallel hast und am Ende vom Semester kommen halt die ganzen Prüfungen. Mhm. Ich glaube, das ist halt hier schon deutlich anders und entspannter dadurch. Und ich habe halt jetzt aktuell so 2 bis 3 Vorlesungen pro Woche von 1,5 Stunden. So, und dann kannst du dir überlegen, klar, man hat so Alibi-mäßig so verpflichtende Readings oder sowas, aber das ist halt, also offiziell soll ich wohl auf einen Workload von 40 Stunden pro Woche kommen, aber da bin ich aktuell noch sehr, sehr weit entfernt von. Ich weiß nicht, vielleicht wird das noch mehr, wenn man dann wirklich irgendwelche Abgaben oder sowas hat, aber bis jetzt ist das ja sehr entschleunigt, wie du gesagt hast. Mhm. Wir haben jetzt auch noch so Trips, die halt bevorstehen, jetzt Ende oder Mitte, Ende September fahren wir dann für 5 Tage oder so nach Norwegen rüber und dann im November noch gibt es noch so einen Trip nach Schwedisch-Lappland, wo ich dann natürlich auf die Polarlichter hoffe, aber ja, ich glaube, das wird eine coole Zeit. Ich hoffe, dass wir das mit dem Urtalk trotzdem parallel hinkriegen. Audio Risk Check wird natürlich dann ein bisschen einseitiger, aber ich glaube, das ist ja bei dir heute auch, oder? Der Audio Risk Check, meinst du? Ja. Ja gut, also bei mir ist jetzt ein bisschen langweilig, wie immer, ja, ich habe meine Daytona am Handgelenk. Ich hatte zuletzt tatsächlich mal immer mal wieder verschiedene Uhren. Ich habe es gerade die Tage auf Instagram gepostet, für diejenigen, die mir folgen, gerne mal reinschauen. Ich hatte letztens die Möglichkeit gehabt, eine Hublot zu testen für ein paar Tage. Grundsätzlich kein gänzlich unbekanntes Modell. Das ist eine Classic Fusion in 42 mm. Aber es ist in einer neuen Farbgebung, die Classic Fusion Essential Grey. Hublot hat es ja immer so mit Farben und verschiedenen Varianten bestehender Modelle. Und sie haben jetzt dieses Jahr eine Classic Fusion in so einem monochromen, grauen Look herausgebracht, mit einem wirklich echt extrem schönen Zifferblatt aus meiner Sicht. Das ist so ein graues Zifferblatt mit Sonnenschliff. Die Uhr kommt dann auch an so einem grauen Band, das ist ein Kautschukband mit oben so einer gewissen Textilstruktur drauf, die auch so grau gehalten ist. Sieht in echt sehr, sehr cool aus. Ich hatte die Uhr so 2-3 Tage am Handgelenk und habe dann im Büro zum Beispiel auch so einen grauen Anzug getragen dazu. Sah in Kombination echt gut aus, fand ich. Also auch in live habe ich von mehreren Leuten gehört, dass sie richtig gut finden. Hier meine Freundin zu Hause hatte gesagt, das ist die schönste Uhr, die du irgendwie jemals hattest. Weiß ich jetzt nicht. Ich fand sie sehr schön, aber für mich nicht die schönste Uhr, die ich jemals hatte. Chris, deine Daytona, die liegt irgendwo und weint, oder? Die liegt und weint, aber sie kriegt von mir ganz, ganz viel Liebe. Insofern, ich peppel sie da immer wieder auf. Aber weiß nicht, also das hat mir dann wieder so gezeigt, wie einfach tatsächlich so eine Farbgebung oder auch zum Beispiel einfach ein anderes Band den Look einer Uhr nochmal gänzlich verändern kann und plötzlich das Erscheinungsbild dieser Uhr einfach wirklich ganz ungewohnt und neu ist. Also ich weiß, es ist keine neue Erkenntnis, ja, aber eine Classic Fusion, so eine normale Classic Fusion holt jetzt, also weckt in mir jetzt keine großen Begeisterungsstürme mehr, einfach weil man diese Uhr schon sehr, sehr oft gesehen hat und schon sich mal auch am Handgelenk hatte und das ist eine schöne Uhr, keine Frage, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh, krass, ja, aber so in diesem komplett monochromen, grauen Look war ich wirklich auch echt angetan und dachte, hey, die hat richtig Charme. Also das war so eine Uhr, die ich jetzt letztens testen konnte. So hatte ich immer mal wieder jetzt ein paar Uhren da. Ich poste das dann immer fleißig auf Instagram, wenn ich irgendwas Neues am Handgelenk habe. Aber ja, ich kann es nicht anders sagen. Im Alltag bin ich langweilig unterwegs und trage vorwiegend meine Daytona. Wobei jetzt auch das große Thema bei mir natürlich ist, wenn ich jetzt Ende des Monats, also ich werde in 2,5 Wochen in Urlaub fahren für ein paar Tage, und da geht es ans Meer nach Griechenland. Und da ist natürlich dann die Frage, welche Uhr nimmt man da mit? Ja, das beschäftigt mich jetzt auch schon die ganze Zeit. Ich würde natürlich gerne Daytona mitnehmen. Andersrum habe ich da schon dann auch immer so im Urlaub so ein bisschen,
ja, macht man sich dann doch ein bisschen Gedanken, ja, weil du weißt nie irgendwie Flughafen und keine Ahnung, dann ist man vielleicht auch in so touristischen Orten halt unterwegs, wo es voll ist. Und da muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt die teuerste Uhr aus der Sammlung mit dabei haben, auch wenn ich so im Alltag mir da gar keinen Kopf drüber mache, aber das ist dann immer so ein Ding, wo ich dann so ein bisschen unruhig bin. Insofern überlege ich da gerade, was ich mitnehme. Die letzten Jahre war meine Urlaubsuhr immer die Starbucks gewesen, die ist natürlich auch ideal geeignet für irgendwie Schwimmen im Meer und sowas. Also vielleicht wird es die. Und dann wäre die Daytona ja für eine Woche oder zwei im Bankschließfach. Ja, dann muss ich mich von ihr verabschieden. Aber ansonsten wird sie eigentlich jeden Tag getragen. Und man sieht es mittlerweile auch. Sie hat wirklich fleißig Kratzer gesammelt in den letzten Monaten. Also auch so diese polierten Flächen, diese Mittelglieder auf dem Äußerband sind mittlerweile echt, gerade an der Schließe vor allem, da sind echt ein paar tiefe Kratzer drin. Aber es ist egal. Sie sind dafür gemacht, getragen zu werden. Und das ist gut so. Und das macht ja auch Spaß. So, ich würde sagen, Lukas, wir kommen aufs Thema der Folge zu sprechen. Ich wollte noch kurz was zur Hublot sagen. Ja, sag noch was, sorry. Ja, ich finde das Armband tatsächlich recht interessant, weil es wie so ein Milanese-Band aussieht, ohne eins zu sein. Ja. Also ich sag mal, Milanese-Band ist ja immer so ein bisschen ja, kontrovers, glaube ich, weil ja, zum einen die Anpassbarkeit oft irgendwie nur so bedingt gegeben ist. Also Breitling hat es ja irgendwo relativ elegant gelöst mit so verschraubten Milanese-Gliedern, auch wenn man da natürlich den Übergang sehr hart sieht. Ich hatte mal meine erste hochwertigere Uhr, wenn man es so nennen möchte, vergleichsweise hochwertige Uhr oder teurere Uhr zumindest, war ja damals eine Armani-Uhr. Ich glaube 1811 war die Referenz. Die hat auch Milanese-Band, dann aber mit Dornschließe. Das war auch so nur so bedingt cool, weil halt das Armband null flexibel ist und man da halt dann noch stärker das Problem irgendwie so mit der Anpassbarkeit hat. Und wenn die Uhr halt nicht passt, dann passt sie dann halt nicht. Finde ich hier ganz cool gelöst, weil man halt auch irgendwie so den Tragekomfort von einem Kautschukband mit dem Aussehen eines Milanese-Bandes kombiniert ist. Deswegen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. 42 mm da natürlich dann auch eine coole Größe und ja, viel Spaß damit. Ja, was man da, also sie ist leider schon wieder weg. Ich hatte sie wirklich nur ein paar Tage gehabt. Ah, okay. Ich hatte sie so eine Woche hier zu Hause und habe sie dann so 3-4 Tage davon auch getragen. Zu diesem Band, das ist halt einfach das klassische Kautschukband, was man so von Hublot kennt. Und oben drüber ist, ja, das ist so ein Textilstoff irgendwie, der da drauf ist, einfach so als obere Schicht. Aber hat wirklich so einen ganz, ganz tollen Look, schimmert auch. Also das ist so ein glänzender Stoff. Und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, changiert das dann auch so. Also wirkt wirklich von dem, also das Band, muss ich sagen, das war wirklich beeindruckend. Ich fand das extrem schön von der Textur her. Hat sich auch wirklich sehr gut und wertig natürlich angefühlt. Und dafür habe ich wirklich einige Komplimente gekriegt. Also da hatten wirklich einige gesagt, sie finden das Band richtig cool. Ich muss auch sagen, das hat mir auch wirklich gut gefallen. Also das hat auch sehr, sehr gut mit dieser Uhr harmoniert und ja, weiß nicht, also wirklich, wirklich schönes Stück. Und nochmal zu der Größe auch, 42 mm bei der Classic Fusion. Was ganz interessant ist, Hublot misst quasi auch über diese, ja, ich sag mal, über diese Ohren des Gehäuses. Also das heißt, du hast ja so dieses quasi auf der Kronenseite hast du so eine kleine Auswölbung im Gehäuse, auf der Gegenseite hast du auch eine kleine Auswölbung. Und die 42 mm bemessen sich eigentlich komplett über diese volle Breite. Das heißt, effektiv ist diese Uhr eigentlich keine wirklichen 42 mm. Also wenn du wirklich jetzt rein die Lünette messen würdest, bist du wahrscheinlich eher so bei 40 mm. Und das merkt man tatsächlich auch am Handgelenk. Also das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil wir haben, also man hört ja immer, naja, Hublot, große Uhren und ja, schwierig tragbar, weil so groß. Und gerade bei der Classic Fusion ist es halt tatsächlich ganz interessant, dass sie sich, finde ich, deutlich kleiner trägt, als erstmal diese 42 mm vermuten lassen, weil das Gehäuse tatsächlich eher halt 40 mm ist, ja, wenn du dir halt wirklich, wenn du einfach rein die Lünette misst und diese Auswölbungen, die fallen gar nicht so stark ins Gewicht. Also das ist eigentlich bei dem Modell ganz interessant. Ja. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß, sie zu tragen, ist ein cooles Teil. 600 € oder sowas ist natürlich ein stolzer Preis, keine Frage. Andersrum, in der Hublot-Welt ist es ja eher Einstiegspreisniveau und dafür kriegt man schon eine gute und schöne Uhr, die auf jeden Fall Spaß macht. Wie gesagt, am Handgelenk hat sie echt viel hergemacht, gerade wenn du so ein
grauen Look dann irgendwie auch hast, mit dem du das dann kombinieren kannst, dann macht das schon was her. So. Ich würde aber vorschlagen, wir sprechen jetzt über das Thema der heutigen Folge. Und zwar geht es um die Geneva Watch Days. Die haben jetzt wieder in Genf stattgefunden und es war jetzt dieses Mal die 5. Durchführung der Geneva Watch Days. Das erste Mal hat diese Show ja 2020 in dem Corona-Jahr stattgefunden. Das war damals so, weil aufgrund der Pandemie Watches and Wonders und die SIHH abgesagt wurden. Und dann haben sich damals so ein paar kleinere Marken, aber unter anderem auch Breitling, ich glaube Breitling Bulgari und noch ein paar andere Marken zusammengetan und haben gesagt, okay, wir machen trotzdem ein Alternativformat, jetzt nicht so als große Messe in einer großen Messehalle, sondern so ein bisschen dezentraler im Stadtzentrum und eher so, es verlagert sich dann da vieles auf die Hotels. Und seitdem, also seit dem Sommer 2020, findet jetzt jährlich im August, finden jetzt diese Geneva Watch Days in Genf eben statt. Und das war jetzt gerade kurz bis zuletzt oder bis letztes Wochenende, meine ich, auch wieder der Fall. Und wie gesagt, es ist keine Messe im klassischen Sinne, sondern bei den Geneva Watch Days geht es darum, dass du verschiedene Marken hast, auch viele so Independent Watchmaker, die da zusammenkommen und die dann ihre Neuheiten wirklich eher in so einem familiären, persönlichen Rahmen präsentieren. Das spielt sich dann alles da rund um die Hotels, diese großen Hotels, Hotel d'Angleterre, Beau Rivage und ich weiß nicht, welche Hotels dann da noch die bekannten sind, aber vor allem Hotel Beau Rivage ist, glaube ich, das wo die meisten dann ausstellen. Direkt unten am See ab. Und da ist es dann so, dass wirklich in diesen Hotels dann irgendwie Suiten gemietet sind und die Hersteller dann dort ihre Neuheiten präsentieren in einem sehr persönlichen Setting. Man kann dann dort Termine ausmachen. Spannend ist auch im Vergleich zu den klassischen anderen Messen, dass Großteil der Tage finden quasi am Wochenende statt, also Samstag und Sonntag. Ich weiß, wir hatten jetzt bei den Watches and Wonders auch, dass es diese Publikumstage gibt, aber man merkt halt bei diesen Geneva Watch Days, dass sich das viel mehr auch an das Privatpublikum, an die Sammler und sowas richtet und eben nicht nur an die Medienvertreter, an die Presse. Also es ist keine reine B2B-Veranstaltung, sondern es ist wirklich sehr, sehr stark auch B2C. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der unterschiedliche Vibe. Dann ist alles, wie gesagt, auch dezentraler. Die großen Hersteller machen dann auch einiges in den Boutiquen in der Stadt. Das heißt, da ist es dann so, dass dass zum Beispiel Breitling war auch wieder aktiv. Ja, da findet dann was in der Breitling-Boutique statt. Also so verteilt sich das dann alles so ein bisschen mehr in der Stadt. Das ist so ein bisschen der Vibe, den man bei den Geneva Watch Days hat. Und dieses Jahr waren 52 Marken vertreten und ich glaube, es wurden über 100 Neuheiten vorgestellt, wenn ich das so in Summe mal aufsummiere. Wir werden natürlich jetzt heute nicht über alle sprechen, aber wir wollen natürlich die wesentlichen und großen Highlights ansprechen, die die jetzt hier so aufregend waren. Und ich würde vorschlagen, wir können auch direkt mit einer Marke anfangen, die jetzt erstmalig seit vielen, vielen Jahren wieder die Showbühne betreten hat und der jetzt quasi neues Leben einverleibt wurde. Und da rede ich von der Marke Favre-Leuber. Favre-Leuber, aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Marke, die gerade so in den 50er, 60er Jahren wirklich auch sehr, sehr schöne und spannende Uhren herausgebracht hat. Und dann irgendwann mal so ich glaube 1737 gegründet, also wirklich eine alteingesessene Schweizer Uhrenmarke. Und dann halt aber irgendwann mal so im Rahmen der Quarzkrise verschwunden ist. Und jetzt mehr oder minder neu aufgelegt wurde. Und das nicht irgendwie mit einem einzigen Modell, was so ein Reissue ist, sondern wirklich mit 3 Kollektionen und 22 verschiedenen Referenzen, die jetzt herausgebracht wurden. Und das muss ich sagen, das fand ich wirklich einen beeindruckenden Launch in Summe. Ich glaube, es sind jetzt noch nicht alle Uhren käuflich erwerblich, sondern da kommen jetzt auch viele noch in den nächsten Monaten. Aber grundsätzlich vorgestellt wurden sie schon mal alle. Und ich muss sagen, also da hat man
hat man wirklich einen guten Job gemacht. Man hat eben jetzt nicht gesagt, okay, wir legen die Marke neu auf und jetzt haben wir irgendwie ein Modell und dann gucken wir mal, ob im nächsten Jahr ein weiteres Modell kommt, sondern man kommt wirklich mit 3 Kollektionen und in Summe 22 verschiedenen Referenzen. Klar, das heißt dann auch viele, also Referenzen sind teilweise einfach auch unterschiedliche Zifferblattvarianten. Nichtsdestotrotz fand ich das schon einen ganz beeindruckenden Launch. Und wir brauchen jetzt nicht über alle Modelle in Summe zu sprechen, aber es gibt so ein paar Highlights, über die ich gerne reden würde. Aber Lukas, hattest du Favre Loiber, die Marke, hattest du mit der schon mal irgendwie Berührungspunkte? Gerade so im Vintage-Markt gibt es da immer wieder so ein paar schöne Modelle. Ja, kann sein, aber ist mir jetzt persönlich nicht irgendwie in Erinnerung geblieben. Ich bin da jetzt tatsächlich auch gerade das erste Mal darauf aufmerksam geworden und es wäre natürlich interessant, irgendwie da mal die Originale zu sehen, beziehungsweise die Anleihen. Es gibt ja hier jetzt eben, wie gesagt, drei verschiedene Kollektionen. Einmal die Sea Sky, das ist im Prinzip ein Chronograph, der eben so ein bisschen die Fliegerei wahrscheinlich mit der Taucherei irgendwo so ein bisschen verbindet. Also es ist schon ein robuster Chronograph auf den ersten Blick mit einer sehr groben Lünette, einem relativ hohen Aufbau. Das Ganze wird angetrieben von... Es sind alles, das ist eigentlich auch ganz cool, es sind alles Werke von La Jouperie durch die gesamte Kollektion, also durch alle Kollektionen durch. Also insofern alles Schweizer Werke und La Jouperie ist ja wirklich ein bekannter Werkemacher. Ja. Auch da vielleicht nochmal ganz kurz auch in Summe über die Preisranges, über die wir jetzt hier sprechen. Das finde ich tatsächlich auch schon ganz interessant, weil wir bewegen uns da in einem Preissegment von 2.000 bis rund 4.500 Euro. Das ist natürlich keine Frage viel Geld. Andersrum, für eine Schweizer Marke, Schweizer Werke, wirklich jetzt auch eine kleine Marke, aber mit wirklich historischen Anleihen, finde ich das gar nicht so teuer. Und das ist wirklich in Ordnung, wenn man überlegt, wo sonst mittlerweile so alles auch preislich liegt in dieser Welt. Ja, also das ist, finde ich, schon okay. Ich muss halt nur ganz ehrlich sagen, was glaube ich, so ein bisschen mein Problem gerade ist. Oder ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt halt keine Berührungspunkte mit der Marke vorher gehabt. Ich weiß nicht, wer da irgendwie zuerst was gemacht hat, aber für mich sieht es halt alles in Summe relativ beliebig aus. Also es sind sehr viele Designs dabei, die man so schon kennt. Also sowas zum Beispiel die Sea Sky, die erinnert mich sofort irgendwie an eine Air Command von Blancpain. Dann die Chief, die erinnert mich sehr an, wie heißt sie denn? Ja, erinnert mich auch an irgendwas sehr stark. Das ist so ein klassisches 70er-Jahre-Design mit so einem relativ langen und rundlich gezogenen Gehäuse, mit so einem halb integrierten Armband. Und dann gibt es noch die Deep Blue, das ist einfach so ein Diver. Da hat man dann halt noch ein super nicht schön integriertes Datum, wie ich finde, auf der 4.30 Uhr, was einfach so kreisrund ausgeschnitten ist und dann da so schief drin hängt. Und die erinnert mich sehr an Christopher Ward, muss ich ehrlich gestehen, an die Diver von Christopher Ward. Und so ist halt jetzt mein erster Eindruck so ein bisschen, das wird sicherlich irgendwo seine historische Bewandtnis haben, dass die Marke da irgendwelche relevanten Vintage-Designs hat, die im Prinzip die Grundlage für diese Uhren darstellen. Aber in Summe sind es halt alles Designs, die man halt irgendwie von anderen Marken etabliert schon kennt. Klar, in anderen Preisbereichen. Aber jetzt sowas zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ich glaube, die produzieren mittlerweile keine Armbanduhren mehr, aber dieses Sea Sky Design, das kennt man irgendwie auch zum einen natürlich von Breitling, aber was ich irgendwie auch was ich eben vor allem meine, ist Revue Tommen, die eben vor allem eben Luftfahrtinstrumente gebaut haben. Die haben, meine ich, auch Chronographen in diese Richtung gebaut. Dann eben auch jetzt auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie eine ähnliche Preisklasse. Und ich suche gleich mal raus, an was mich die Chief erinnert. Aber das ist halt gerade so ein bisschen jetzt so mein erster Eindruck und das auch so gleichzeitig irgendwo so ein bisschen mein Problem mit der Marke. Weil ich halt sage so, ja, es ist cool, dass irgendwie was irgendwie eine Marke wieder zum Leben erweckt wird. Aber wenn halt irgendwie wenig Neues geschaffen wird und einfach irgendwie auf Grundlage von alten Designs was Neues aufgelegt wird, dann, ja, es wird seine Abnehmer finden, aber dann ist es für mich irgendwie kein riesen Mehrwert in einem Markt, weißt du, dann Lukas, du priest mir das Herz. Es tut mir leid. Also, was ich ganz cool finde tatsächlich bei dem Ganzen, die Modelle haben
nicht alle aus meiner Sicht, aber ein Großteil der Modelle hat wirklich ein historisches Vorbild und da sind wir sehr, sehr nah an den historischen Modellen auch dran. Also zum Beispiel diese C-Sky, die Synchronokraft, den du angesprochen hast. Ich finde ihn wunderschön, ich finde ihn wirklich ganz, ganz toll. Das ist wirklich eine Uhr, die ich unbedingt mal in den Händen halten möchte, weil mich das Thema Taucher oder es ist ein Chronograph, der ja aber irgendwie auch so auch auf Taucheruhr ein bisschen gemacht ist, also zumindest ist er stark wasserdicht und alles, finde ich super attraktiv. Und das zum Beispiel, dieses Modell gab es wirklich nahezu 1:1 so damals 1964. Ähnlich zum Beispiel auch diese Deep Blue, wurde gesagt, dass das nicht schön integrierte Datum. Also auch die, auch sogar das Band ist nachempfunden im Original, sieht wirklich nahezu genauso aus wie die Uhr von 1964. Und Favre-Leuber hatte da zumindest in dem Pressematerial auch so einen Ausschnitt aus dem Katalog von Favre-Leuber aus 1964 irgendwie gezeigt, dargestellt. Und da sieht man wirklich einen Großteil dieser Modelle und die sehen wirklich nahezu identisch aus. Also das finde ich echt cool, muss ich sagen. Das ist natürlich schon was für die Leute, die irgendwie Kenner sind und die sich irgendwie mit diesen historischen Vorbildern irgendwie so identifizieren können und sagen, hey, jetzt kommt das wieder neu. Ich verstehe natürlich, dass du sagst, naja, wie viel Substanz ist da auf Dauer, wenn man sich jetzt nur irgendwelche historischen Modelle nimmt und die jetzt neu auflegt? Was ist jetzt wirklich innovativ und neu? Warum sollte ich dann diese Marke kaufen? Verstehe ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, für den Launch der Marke ist das schon in Ordnung, weil man jetzt einfach bewusst sagt, okay, wir sind wieder da und wir bringen jetzt hier, das sind jetzt die modernen Varianten dieser Modelle von damals und die sind teilweise einfach sehr, sehr nah dran. Und jetzt muss man gucken, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan eben dieser C-Sky Revival. Also ich finde die echt mega gut. Ich finde es stark, dass die dass wir hier ein 40 mm Gehäuse haben, eigentlich wirklich eine super perfekte Größe aus meiner Sicht. Wir haben dieses La Joupe-Perret-Werk, Chronographenwerk da drin. Wir haben eine Uhr, die 100 Meter wasserdicht ist bei einem Chronograph. Das ist schon wirklich in Ordnung. Ich finde die auch optisch einfach schön. Sie hat natürlich ihren Vintage-Charme, keine Frage. Es liegt einfach auch daran, weil das Zifferblatt einfach nahezu identisch zu dem ist von 1964. Ich finde die super gelungen. Ich muss die unbedingt am Handgelenk haben. Das ist so eine Uhr, die potenziell was für mich wäre sogar. Muss man abwarten, wie sie dann wirklich auch live aussieht, aber die holt mich sehr, sehr, sehr stark ab. Aber ich bin natürlich auch ein Chronographen-Fan und ich habe irgendwie so ein Fable für auch für Chronographen mit schwarzer funktionaler Lunette und so, das holt mich irgendwie total ab. Ja. Gut, du hast mich ein Stück weit überzeugt. Ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, voll und ganz. Ist auch nicht so, dass ich die C-Sky Revival hässlich finde. Die anderen beiden sind nicht so meins. Die C-Sky Revival finde ich da durchaus schön. Ist halt schon, glaube ich, ein Trümmer auch am Handgelenk mit 15,23 mm in der Höhe. Ja, das könnte ein Problem sein, ja. Mhm. Deswegen, das ist dann halt wieder so ein Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass halt das historische Vorbild nicht so hoch ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, was das historische Vorbild aktuell irgendwie als Vintage-Variante kostet. Aber da verzichte ich halt meinetwegen irgendwie auf die Wasserdichtigkeit und... Und auf die Keramiklinette, Lukas. Die Keramiklinette, das ist doch das Besondere auch hier. Ja gut, darüber können wir jetzt auch lange diskutieren, ob eine Keramiklinette ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also in Summe sehe ich schon den Punkt, dass das wahrscheinlich irgendwie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ich bin mittlerweile halt relativ... auch wenn ich es gerade irgendwie selber so ein Vintage-Reissue am Handgelenk trage, sehe ich es halt mittlerweile irgendwie immer so ein bisschen kritisch, wenn Marken irgendwie ihre ganze Strategie mittlerweile auf der Neuauflage von alten Designs basieren. Deswegen sehe ich hier schon irgendwo auch so ein bisschen, dass die Mission bzw. die Herausforderung für die Marke dann halt auch wirklich irgendwie Neues zu schaffen und sich dann halt irgendwie mit Neuem auch irgendwie zu etablieren und einen Namen zu machen. Ich denke, dass die Chief in Ansätzen da irgendwie so einen Ansatz darstellt, beziehungsweise ja, einfach so vielleicht noch nicht ganz so nah an historischen Vorbildern ist. Klar, die Gehäuseform kennt man irgendwie von vielen Herstellern. Ich habe jetzt auch das, was ich gesucht habe, nicht gefunden in der Zwischenzeit. Aber da irgendwie jetzt zum Beispiel gerade bei der Chief Date mit der Zifferblattstruktur, das werden schon irgendwo so neue Sachen sein. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht unnötig viel rumnörgeln, sondern lass mich da einfach gerne überraschen, was die Zukunft so mit sich bringt. Aktuell wäre es jetzt nichts für mich, weil ich halt einfach in der Preisklasse sage, zum Beispiel, ja, in der Preisklasse kann ich mir auch eine Sinn kaufen oder ähnliches, wo man auch eben eine super robuste Uhr hat mit einem Schweizer Uhrwerk und
Die sind dann sogar noch einen Tick flacher, haben aber auch 100 Meter Wasserdichtigkeit und so weiter und so fort. Das wäre einfach emotional bei mir dichter dran, weil ich halt einfach sage, okay, das ist irgendwie so ein Hersteller, der mich jetzt irgendwie bei meiner Leidenschaft schon lange begleitet. Aber ja, ich bin halt auch wieder nicht der Maßstab für den ganzen Markt und es wird sicherlich Leute geben, die irgendwie schon andere Berührungspunkte mit den Vintage-Uhren hatten, sich jetzt total darüber freuen, dass sie irgendwie ergänzend zu ihrer Vintage-Uhr oder ihrer Vintage-Variante von der Marke noch eine moderne Uhr haben können, die dann eben auch mit modernen Features aufwarten kann. Von daher hat es schon bestimmt alles seine Berechtigung. Ich bin gespannt, was die Marke in Zukunft noch so bereithält und ob wir noch mehr davon hören werden. Also ich will jetzt noch mal einmal die Chronographen-Liebhaber so ein bisschen heiß machen. Ja, guckt euch mal diese C-Sky an. Ja, wie gesagt, 40 mm Edelstahlgehäuse. Wir haben bezahlt hier oder was? Nee, ich bin schon angetan, muss ich sagen. Ja, wir haben eine schwarze Keramiklünette. Ja, mit so einer Countdown-Lünette. Also eigentlich auch ganz interessant. Ja, also das ist wirklich auch mal was Besonderes ist. Dann haben wir ein Schweizer Chronographenwerk, ein Säulenrad-Chrono. Ja, also auch ganz spannend. Das ist dieses Kaliber FLC01, 60 Stunden Gangreserve, 28.800 Halbschwingungen. Man sieht es durch den Saphirglasboden, hätte ich nicht gebraucht, aber ist in Ordnung. Ja. Und okay, ich fair enough, ja, mit 15,23 mm ist sie jetzt nicht gerade flach, das muss man zugeben. Ist aber noch in Ordnung. Ja. Also wir haben jetzt mittlerweile auch in den letzten Jahren von Sinn, weil du es angesprochen hattest, auch viele Chronographen gesehen, die deutlich höher noch aufbauen und ein ähnliches Design haben. Ich finde, das ist noch ein okay, aber natürlich hätte ich da lieber sowas wie 14 mm oder sowas gesehen. Aber trotzdem, ich finde es eine super interessante Uhr, allein auf Basis der reinen Facts hier. Aber ich muss sie mal live sehen und ich glaube, ausgeliefert wird sie erst, wenn ich das jetzt hier auf der Webseite sehe, Dezember oder so. Ich weiß auch noch gar nicht, was man da jetzt bisher schon oder ob man die schon sich irgendwo mal angucken kann. Wahrscheinlich, wenn man jetzt Termin mit Favola über hatte, sicherlich dann schon. Aber das ist eine Uhr, die würde mich tatsächlich mal reizen und ich werde da mal auf jeden Fall anfragen, ob ich mal ein Testmodell haben kann. Ich habe zu der Marke gar keine Berührungspunkte, ich habe auch keinen Kontakt, ich hatte nur die Pressematerialien bekommen und ich war bei dem Modell ein bisschen angefixt, gebe ich ehrlich zu, weil das mich schon auch optisch sehr stark abholt. Aber so, genug dazu. Okay. Genug nice. Dazu. Dann, Lukas, wir haben, wir hatten ja vorhin im Vorfeld zu der Folge uns kurz schon mal abgestimmt, über was wir jetzt heute sprechen wollen. Und ich glaube, du hattest es so genannt, der Schwanzvergleich in der Schweizer Uhrenindustrie läuft weiter oder Habe ich das so prüde gesagt? So drastisch? Oder ich weiß nicht. Prüde ist das falsche Wort, aber so. Ich glaube, so stumpf gesagt. So ähnlich vielleicht. Auf jeden Fall, ja, wir haben einen neuen König im Ring der dünnsten oder der flachesten mechanischen Uhren. Und zwar ist es von einer Marke, die ich tatsächlich in dem Bereich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich rede von Konstantin Tschaikin. Konstantin Tschaikin kennt man ja vor allem sehr stark durch diese Wristmonts, also diese Uhren, die so fratzenähnlich sind, also wo du quasi diese Joker-Watch und sowas, also googelt da einfach mal, gibt es zig Varianten von, also Uhren, wo die ganze Zeitanzeige eigentlich darauf basiert, dass das Uhren-Zifferblatt aussieht wie ein Gesicht, die Augen rollen sich teilweise so ein bisschen, weil dann da die Zeiger integriert sind und sowas, ist ein ganz interessantes Konzept, wer einfach so auf spaßige Uhren steht. Und Konstantin Tschaikin bringt jetzt die Thin King heraus, also die, ja, der Flachheitskönig oder keine Ahnung. Und die Uhr ist jetzt mit 1,65 Millimetern die neueste, flachste mechanische Uhr der Welt. Einfach um euch da nochmal so kurz ein bisschen Background zu geben, weil gefühlt haben wir ja ständig einen neuen Rekord jetzt, was irgendwie was flache mechanische Uhren anbelangt. Wir hatten vor 2 Jahren hatten wir diese Richard Mille mit dieser RM Up 01, die 1,75 mm flach war. Dann gab es jetzt, war das nicht sogar dieses Jahr gewesen, die Octofinissimo Ultra, die 1,7 mm flach war und dann wieder die neueste, flachste mechanische Uhr war. Ich frage mich gerade, das war doch im Rahmen der Watches. Ja, das war Anfang diesen Jahres. Genau. Und jetzt haben wir quasi nach einem halben Jahr oder ein halbes Jahr später wirklich einen neuen König im Ring und das ist jetzt Konstantin Tschaikin und jetzt sind wir wieder hier um 0,
0,5 mm flacher geworden, jetzt mit 1,65 mm. Also das ist wirklich alles, wir reden da über Größen, das ist wirklich absurd. Ja. Jetzt die neueste flache oder mechanische Uhr der Welt. Und auf den ersten Blick wirkt sie relativ simpel, sie sieht einfach aus wie so eine flache Metallplatte. Die Uhr ist auch dieser Wristmon-Serie zuzuordnen. Also auch da, wenn man sie sich anschaut, sieht man hier, dass sie wieder so ein Gesicht quasi verkörpert. Also wir haben auf, wie möchte ich das sagen, auf 11.11 Uhr vielleicht haben wir so einen kleinen Totalisator, würde ich es einfach mal nennen, der dir die Stunden anzeigt. Und auf, 14 Uhr oder 13 Uhr haben wir noch einen zweiten, der die Minuten anzeigt. Dann ansonsten ist da erstmal auf der Vorderseite nicht viel zu sehen. Der Konstantin Tschaikin Schriftzug ist so rund darunter, sieht dann aus wie ein Mund und in der Mitte ist dann noch dieses Logo, was so zwei Zeiger, so zwei stilisierte Zeiger darstellt. Und das sieht aus wie eine Nase jetzt hier. Also man hat quasi zwei runde, ich möchte sagen, Hilfszifferblätter in Anführungszeichen, ja, die einfach für Stunden und Minuten sind. Das sind die Augen. Dann hat man in der Mitte so eine Nase und dann hat man so den Schriftzug der Marke, der so wie ein Mund aussieht. Also auch das wieder diese Wristmon-Serie. Gedanke dahinter ist wohl, dass Konstantin Tschaikin auch gesagt hat, naja, dieser Rekord wird irgendwann auch gebrochen werden. Und wenn man sich jetzt nur darauf fokussiert hätte, dass diese Uhr jetzt einfach die flachste Uhr sein soll, dann ist das ja irgendwann mal hinfällig. Aber so, wenn man sie quasi einer Kollektion zuordnet, eben diesen Wristmons, die immer diese Gesichter darstellen, dann hat die Uhr trotzdem doch ihre Bewandtnis, auch wenn sie dann nicht mehr die flachste mechanische Uhr der Welt ist. Also irgendwie kann ich das sogar nachvollziehen, weil was wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen haben, sind diese Rekorde ja ständig gebrochen worden. Dann eine Sache, die ganz interessant ist, also grundsätzlich vom Aufbau ist es jetzt mittlerweile immer so, dass, das ist aber auch schon bei Richard Mille und auch bei Bulgari so gewesen und bei Piaget und so weiter, dass im Grunde das kein richtiges Gehäuse mehr ist, sondern die Hauptplatine ist schon Teil des Gehäuses. Also man hat natürlich, man reduziert ja so viel Material wie möglich. Dadurch auf der Rückseite kannst du dann quasi auch schon diese ganzen Rädchen auch sehen, sind da so ein bisschen stilisiert auf diese Platine graviert. Und du siehst da dann die Rubine schon, also du siehst quasi, dass du da eigentlich schon direkt im Uhrwerk drin bist. Da die Uhr so flach ist, haben wir jetzt ein Problem. Sie kann aufgezogen werden durch einen externen Stift oder Schlüssel. Was aber schwierig ist, wir können sie nicht jetzt so direkt stellen. Also dazu braucht es quasi ein externes Tool. Und dieses externe Tool ist so eine Art wie ein Aufsatz. Und das ist quasi ein zusätzliches Gehäuse. Konstantin Tschaikin nennt das Palanquin. Das ist 5 mm hoch oder 5,4 mm hoch. Es wird quasi von hinten aufgesetzt. Es nennt sich, das ist quasi so ein Tragegehäuse für diese Thinkin. Weil das Problem ist, bei diesen 1,65 mm, wenn du sie am Handgelenk trägst, kann sich diese Uhr verbiegen. Also weil das mittlerweile so flach ist einfach, dass wenn da so ein bisschen mehr Druck ausgeübt wird, dass es schon möglich ist, dass die Uhr sich verbiegt. Bisher ist das jetzt auch nur ein Prototyp, diese Uhr, muss man dazu sagen. Ja. Aber die Tragbarkeit ist natürlich jetzt hier bei diesen Größendimensionen nicht mehr wirklich gegeben. Und deshalb hat man ein Gehäuse entwickelt, auf das die Uhr aufgesetzt werden kann. Dieses Gehäuse beinhaltet nochmal ein weiteres Uhrwerk drin. Das ist ein Uhrwerk mit einem automatischen Aufzug. Und dieses Werk zieht dann quasi auch das Werk dieser Thinkin auf. Plus durch diesen Aufsatz hat man auch dann eine Krone, mit der man dann die Uhr stellen kann. Ja, also auch das war nämlich ein Punkt. Die Thinkin an sich hat keine Krone. Also kann zwar aufgezogen werden mit einem Schlüssel, kann aber nicht gestellt werden. Und dazu brauchst du dieses zusätzliche Gehäuse. Das heißt, man hat quasi auch einen Teil der Funktionalität jetzt in ein externes Gehäuse verlagert. Also da, mittlerweile sind wir da halt an den Grenzen von dem, was irgendwie technisch möglich ist. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz irgendwie beeindruckend. Das ist ein eigenentwickeltes Werk von Konstantin Tschaikin. Und wir sind jetzt da halt ja wirklich 1,65 mm flach. Das ist einfach nur noch absurd. Ja, das ist schon beeindruckend. Ich find die Uhr echt cool, weil... Oder find's sehr gelungen, wie du schon gesagt hast, sie ist trotzdem irgendwie unverkennbar, irgendwie einer Kollektion zuzuordnen. Und ja, sie ist halt dadurch, durch diesen Aufsatz auch irgendwo tragbar. Ne? Also ich sag mal, das mit dem Verbiegen, das hätte ich jetzt auch einfach mal so vermutet, dass das ein großes Problem ist.
Ich sag mal, wir kennen es alle irgendwie spätestens seit dem iPhone 6 oder sowas, wie das damals rauskam, oder 6 Plus, was das dann irgendwie war, wo dann die Leute groß Aufschrei gemacht Bandgate, haben. Bandgate, und mein iPhone verbiegt in der Hosentasche. Also ich hatte das Problem nie. Also ich sag mal, wenn man sich halt irgendwie draufgesetzt hat, dann war das beim iPhone wahrscheinlich schon irgendwo selbstverständlich. Ich glaube, bei der Uhr ist es halt schon deutlich einfacher, weil sie halt dann auch relativ groß ist. Also mit diesem Aufsatz hat sie dann wohl einen Durchmesser von irgendwie knapp 45 Millimetern und eine Höhe von 5,4 Millimetern. Also das ist dann ja schon eine relativ normale Höhe für eine sehr dünne Uhr, sage ich mal. Also dementsprechend glaube ich schon, dass das dann in Summe auch echt Spaß macht zu tragen. Ist von der Konstruktion sieht man halt dann trotzdem schon, dass das eine sehr, sehr flache Uhr ist. Ich finde irgendwie diese Dimensionalität, die Uhr von vorne bekommt, durch diese zwei Augen, durch die zwei Totalisatoren, diese zwei einzelnen Ziffernblätter zur Zeitanzeige, finde ich sehr cool. Ansonsten, ja, ich weiß halt nicht, wie gut so einer Uhr wirklich Gebrauchsspuren stehen. Das ist natürlich auch irgendwo immer die Frage, inwiefern an so eine Uhr überhaupt Gebrauchsspuren kommen, inwiefern man sowas wirklich irgendwie seriös im Alltag tragen kann. Also ich sowieso würde ich da jetzt mal so wie nur von den Strapazen eines Büroalltags ausgehen. Aber auch da würde ich mir schon die Frage stellen, inwiefern man da irgendwie sich Gedanken machen muss in der Mittagspause, dass da beim Essen nichts schief geht oder dass man irgendwo mal hängen bleibt. Das wird sicherlich auch sehr stoßempfindlich sein. Aber ich glaube, dass halt dieser großen gebürsteten Oberfläche Kratzer halt auch nicht so gut stehen. Deswegen, letztendlich ist das halt einfach irgendwie eine Uhr, die zeigt, was möglich ist, was sehr beeindruckend ist. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis da irgendwie der nächste Rekord gebrochen wird. Es würde mich nicht wundern, wenn Bulgari oder auch Piaget oder Richard Mildea da irgendwie in dem Feld schon relativ bekannt sind, irgendwie schon was in der Hinterhand haben. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich eine Marke wäre, ich würde auch nicht immer das Dünnste, was möglich ist, zeigen, sondern halt einfach irgendwas bauen, was halt so den aktuellen Rekord bricht und dann halt warten, bis der Rekord gebrochen ist und dann irgendwie die nächste Stufe rausbringen, weil ich halt sage so, ja, dann hat man halt öfter irgendwie so dieses Momentum. Wenngleich ich halt aber auch sagen muss, dass das halt irgendwie ja ein Thema ist, was natürlich beeindruckend ist. Aber ich glaube, das ist halt so fernab von dem, was man sich so als normaler Sammler irgendwie in die Sammlung holen würde, ja, klar, holen kann klar. Oder so. Deswegen, ich würde es gerne mal in der Hand haben. Ich weiß nicht, auch die Bulgari habe ich jetzt irgendwie noch nicht gehört, dass die irgendwie in einer normalen Bulgari-Boutique oder sowas mal verfügbar war, oder hatte da mal in Frankfurt gefragt und die hatten auch gesagt, nee, sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen, das ist halt irgendwie so ein bisschen schade. Ich würde sowas gerne mal erleben, aber ich kann halt auch verstehen, dass man sowas irgendwie nicht in der Boutique in jedermanns Hände geben möchte, weil dann besteht dann natürlich schon irgendwie direkt das Risiko, dass da irgendwie den Uhren was passiert. Weil der Kunde ja doch irgendwie vielleicht mal ein bisschen gröber damit umgeht als, oder potenzielle Kunden. Was ich ganz interessant fand, oder was mich jetzt mal interessiert hätte, wäre die Gangreserve gewesen. Hast du da was zu gefunden? Hab dazu leider nichts gefunden. Weil hier steht nur 204 Teile, 51 Rubine, 18.000 Halbschwingungen pro Stunde. Aber ich habe jetzt hier nichts zur Gangreserve gefunden. Ich hab dazu leider auch keine Info. Also so, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist da aber auch, wie gesagt, ist auch nur ein bisschen ein Prototyp. Und so viel ist über die Uhr noch gar nicht bekannt. Also ich weiß nur, sie ist herausgekommen und das, was wir jetzt auch besprochen haben. Aber ich kann dir noch gar nicht, zu dem Werk kann ich dir gar nicht so viel sagen. Da habe ich jetzt auch nicht so viele Infos gefunden. Mhm. Ja. Okay. Ja. Cool. Aber ja, also ich finde, und das ist halt nochmal, also ich finde es auch cool, dass diese Uhr halt irgendwie trotz allem unverkennbar eine Konstantin Tschaikin ist und dass sie sich dadurch auch zu der restlichen Kollektion einreiht, das finde ich gut, weil das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich bei der Richard Mill bemängele sehr stark, ja, also während zum Beispiel jetzt auch bei Bulgari erkennst du schon immer, dass es Octo Finissimo Design ist, ja, also auch das ist gut, aber zum Beispiel diese Richard Mill, die ist ja einfach willkürlich aus meiner Sicht, also die sieht halt aus wie eine oder sah aus wie eine Kreditkarte irgendwie, so auch so grob von der Form, ein bisschen abgerundet natürlich an der Seite. Und die hatte aber aus meiner Sicht optisch nicht viel mit anderen Richard Mille Uhren zu tun. Und dadurch, jetzt auch wo der Rekord schon längst auch doppelt schon wieder gebrochen ist, ist hier jetzt ein bisschen einfach nur eine extrem flache Richard Mille. Aber irgendwie, ja. Aber da würde ich dir ein Stück weit widersprechen. Okay. Also ich finde diese charakteristischen Schrauben machen die Uhr schon unverkennbar zu Richard Mille. Mhm. Und auch so,
das ganze Design quasi, ja, oder na, wie nennt man das? Es ist im Prinzip einfach so eine Fräsung, einmal um das Zifferblatt ist es halt auch nicht, aber halt einmal so am Rande des Gehäuses rum, was halt so die Schrauben so ein bisschen einfängt und so weiter und so fort. Ich finde, das ist schon so ein RM-klassisches oder typisches Designmerkmal. Dann hat man halt auch das Kautschukband. Es ist halt irgendwie klar, dass man irgendwie so ein Tonneau-Shape, so eine RM11 oder sowas, was ja auch irgendwie so gebogen ist oder so, dass man das halt nicht irgendwie in so ultraflach aufbauen kann, ne? Weil also irgendwo muss sich halt so ein Zahnrad auch noch drehen können. Und ich glaube, wenn du halt eine gewölbte Uhr machst in 1,6, 1,7 Millimetern Stärke, ist das halt irgendwann einfach nicht mehr möglich, dass man da irgendwie dann auch noch ein Formwerk drin hat oder ein Werk, was sich anpasst. Zumindest glaube ich nicht in mechanisch. Deswegen, also ich finde schon, dass man es als Richard Mille erkennt. Ist natürlich einfach irgendwie ein Hinguckerstück, was ich da irgendwie noch im Gegenteil irgendwie fast ein bisschen schlimmer finde, ist das prominente Ferrari-Logo auf der Vorderseite, ja. Weil dadurch kriegt das irgendwie, ja, die haben eine Zusammenarbeit, aber ich finde, die Zusammenarbeit kann man auch irgendwie ein bisschen cooler ausdrücken, als das Ganze mit einem Logo zu branden und daraus irgendwie, jetzt ganz despektierlich gesagt, fast schon so einen Merchandise-Artikel zu machen. Aber da gibt es ja so ein paar Beispiele, wo ich einfach sage, so, ey, das ist so anspruchslos, was einfach die, oder da anspruchslos klingt jetzt sehr, sehr gemein, aber ich finde, dass dem Kunden da zu wenig kognitive Transferleistung zugetraut wird, dass man da etwas komplexere Anleihen verbaut, die dann irgendwie da die Inspiration und die Zusammenarbeit verdeutlichen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir von sehr flachen Uhren auf etwas dickere Uhren rüber. Und zwar haben wir auch News von Breitling. Breitling, ich hatte das ja auch eingangs schon erwähnt, ist seit jeher einer der Teilnehmer dieser Geneva Watch Days, war damals auch 2020 maßgeblich einer der großen Marken, die sich dafür eingesetzt haben, dass man so ein eigenes Format macht. Und Breitling feiert dieses Jahr 140. Jubiläum. Also die Marke wurde 1884 gegründet. Und anlässlich dieses Jubiläums haben sie ein neues Werk lanciert, ein eigenes Werk lanciert. Das ist das Kaliber B19. Und das Kaliber B19 ist das erste hauseigene Werk mit ewigem Kalender. Und zwar hier ganz konkret als ewiger Kalender Chronograph. Und das ist eine Kombination aus zwei Komplikationen, die ich persönlich jetzt wieder natürlich sehr, sehr interessant und spannend finde und finde das sehr cool, dass Breitling das jetzt auch macht, weil Chronograph natürlich auch typisch Breitling, absolut typisch für Breitling und jetzt aber in Kombination einfach auch mit einem ewigen Kalender. Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte aus meiner Sicht. Und sie haben dieses Werk jetzt in drei Modellen herausgebracht aus ihren großen bekannten Kollektionen. Und zwar Navitimer, klar, Chronomat und Premier. Und alle drei Modelle, die jetzt dieses neue ewige Kalenderwerk haben, sind jetzt aktuell ausschließlich in Vollgold erhältlich, kosten allesamt 55.000 Euro jeweils. Also ist jetzt natürlich auch wirklich ein hohes Level, auch in der Breitling-Welt, also sehr, sehr, sehr teuer, keine Frage. Aber sind natürlich auch jetzt Jubiläumsmodelle und ich gehe davon aus, dass dann irgendwann diese Werke auch in Edelstahlmodelle oder so Einzug gehalten werden. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommen wird, ja. Aber jetzt natürlich erstmal nur exklusiv in hier Vollgoldmodellen. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir einen Breitling-Navitimer haben, in Vollgold mit einem auch so einem goldfarbenen Zifferblatt, einer schwarzen Tachymeter-Skala, die dann etwas einen Kontrast zu diesem vollgoldenen Zifferblatt bildet. Dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Anzeigen, klar, Rechenschieberlünette plus dann vier Hilfszifferblätter, die allesamt recht voll sind. Also wir haben dann natürlich so Geschichten wie Wochentage, wir haben die Monate, wir haben die diversen Chronographen-Anzeigen, wir haben Schaltjahresanzeige, wir haben eine Mondphasenanzeige oben auf 12 Uhr. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel zu sehen und abzulesen. Das ist
die Uhr ist einfach voll. Ja, also ich glaube schon, dass man auch da, wenn man jetzt diese Uhr wirklich auch nutzt im Alltag, ja, also Zeit stoppt und ich gucke mir immer das Datum an und dann will ich vielleicht auch irgendwelche Berechnungen machen. Man muss sich ein bisschen mit dieser Uhr erstmal beschäftigen, um zu wissen, wo lese ich jetzt was ab. Aber natürlich geht es jetzt auch hier einfach darum, dass man dieses neue revolutionäre Werk natürlich in den Navitimer hineinbringt, ja, und damit quasi die Kombination, also hier quasi das Maximum von dem irgendwie jetzt reinpackt, was man in diese Uhr reinpacken kann. Vielleicht Rattrapant-Chronograph wäre noch so eine kleine Steigerung, aber sonst hat man jetzt wirklich da alles drin. Interessant ist, dass diese Uhr trotzdem noch 43 mm groß ist, also ist genau wie die anderen klassischen Navitimer. Da hätte ich sogar erwartet oder bei Breitling gedacht, dass man gegebenenfalls größer geht. Also man hat in der Vergangenheit ja immer mal wieder auch so Navitimer in 46 mm und sowas, die aus meiner Sicht schlecht tragbar waren. Die Uhr ist 15,6 mm hoch. Jetzt auch da nochmal zum Beispiel im Vergleich. Wir hatten jetzt vorhin über diese Favre-Leuber gesprochen, die irgendwie 15,2 oder sowas Millimeter hoch war. Ja. Das ist natürlich jetzt schon was, wo ich sagen muss, ich finde es hier eigentlich okay, ja, weil hier hast du jetzt einen Chronograph und das ist ja auch hier ein Säulenradchrono und alles, ja, aber jetzt eben in Kombination mit einem ewigen Kalender. Und dafür finde ich dann zum Beispiel im Vergleich jetzt 15,6 mm an Höhe eigentlich echt in Ordnung. Also das ist jetzt nicht so wild. 30 Meter wasserdicht, genau wie die anderen Navitimer-Modelle auch. Also das ist erstmal, sieht es aus wie ein vollgoldener Navitimer, der ein bisschen mehr Anzeigen hat. In der Chronomat haben wir jetzt diese Super Chronomat als Grundlage genommen. Das ist ja diese sehr sportliche Chronomat-Variante, wo man so eine schwarze Keramiklünette haben und dieses schwarze Kautschukband dran ist. Auch die Krone und die Drücker sind mit so sind so ein Schwarz gehalten, haben so schwarze Keramik-Appliken dran. Dadurch wirkt das Ganze sehr sportlich. Hier ist es zum Beispiel auch so, dass jetzt die Hilfszifferblätter sich sehr stark vom Rest des Zifferblatts abheben, weil der Rest des Zifferblatts eher skelettiert ist. Dann sieht man da aufs Werk genau drauf. Und bei der Premier ist es so, dass wir hier eine sehr klassische Uhr haben. Also hier passt vielleicht sogar dieses Thema ewiger Kalender am besten rein, weil das einfach grundsätzlich ja schon so ein klassisches Uhrendesign ist. Und jetzt haben wir hier zwar auch vier Hilfszifferblätter, die diverse Anzeigen haben, aber irgendwie passt es natürlich zu dieser klassischen Anmutung. Die ist dann auch 42 mm groß, auch 15,6 mm hoch, 100 Meter wasserdicht, auch gerade im Vergleich zum Navitimer da etwas interessanter. Und bei allen Modellen, auch das vielleicht noch abschließend, haben wir einen Saphirglasboden, durch den man auch das Werk dann auch sehen kann. Das Werk erstmal einen recht technischen Look, aber was ganz ein sehr schönes Detail ist, der Rotor ist eigentlich vollständig graviert mit einem Bild des ehemaligen oder des alten Manufakturgebäudes von Breitling. Also soll dann natürlich an diese Historie, diese 140 Jahre Breitling erinnern. Wie gesagt, alle drei Uhren jeweils für 55.000 Euro erhältlich. Viel Geld für eine Breitling, aber ich denke, dass wir da in Zukunft, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diese Werke in Zukunft wahrscheinlich auch in Edelstahlmodellen sehen würden oder sehen können. Und dann ist natürlich interessant, wo wir dann da preislich liegen. Ja, ja, finde ich sehr interessant, gerade wenn man es mal in den Kontext einordnet. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal den CEO Josh Kern zu Gast hier und der hat ja genau das vorhergesagt. Also damals, wo die, also ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, welches Jahr war das? War das 2022? Ich meine, das war 22, müsste vor 2 Jahren gewesen sein, ja. Hm? Damals war, sage ich mal, die Uhrenbranche ja noch in einer etwas besseren Situation als heute. Also heute ist ja schon irgendwo so ein bisschen die Situation, dass vielleicht irgendwie Verkaufszahlen ein bisschen einbrechen, gerade irgendwie so im unteren Preissegment. Marken sich alle irgendwie eher so ein bisschen aufwärts positionieren, um halt irgendwie so in Kundenkreise zu kommen, die so ein bisschen weniger von irgendwelchen finanziellen Schwierigkeiten oder Krisen betroffen sind, um es jetzt mal so zu sagen, weil wir hatten es ja im Kontext der Watches and Wonders besprochen, wo man gesagt hat, okay, Leute, die für 50.000 Euro Uhren kaufen, die tun das auch, wenn irgendwie Lebensmittel ein bisschen teurer werden, wohingegen halt Leute, die sagen, okay, ja, ob ich mir jetzt noch eine Uhr für 2.000 Euro kaufe oder vielleicht erstmal ein bisschen abwarte, wie sich die Situation so entwickelt, da vielleicht ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen konservativer bezüglich ihrer Kaufentscheidung sind. Und diesen Weg der Marke hat Herr Kern ja damals in der Folge schon aufgezeichnet und das finde ich eigentlich so jetzt ganz cool, da irgendwie mal so schon irgendwie die ersten Früchte so ein bisschen zu sehen. Also man hatte danach ja schon irgendwie so Vollgold-Chronographen und so weiter und so fort, die ja irgendwie alle preislich so ein bisschen in die höheren Gefilde gingen, teilweise dann irgendwie auch als Rattrapant und so weiter und so fort. Hier dem Ganzen natürlich jetzt irgendwie mit einem Chronograph und ewigem Kalender irgendwo nochmal die Krone aufgesetzt. Deswegen, das finde ich sehr, sehr interessant, da einfach mal diese
diese Stringenz zu erkennen und vor allem halt auch irgendwo, ja, doch irgendwo auch so ein bisschen die Führungsqualitäten herauszustellen. Denn das, was andere Marken jetzt im Prinzip jetzt irgendwie so als Notlösung gefühlt teilweise so ein bisschen machen oder für sich feststellen, ah ja, wir müssen jetzt teurere Uhren bauen oder wir müssen unsere Uhren teurer machen, um in andere Kundenkreise zu kommen, war da eben schon ganz klar, vielleicht wurde es einfach von anderen Marken auch nicht kommuniziert, aber in dem Fall war das ganz klar irgendwie so als Management oder als Führungsstrategie zu erkennen, stimmt, wurde so eben auch noch kommuniziert. Und das finde ich einfach so jetzt aus unternehmerischer Sicht sehr, sehr interessant. Die Uhren sind jetzt, also wenn ich mir einen ewigen Kalender Chronograph kaufen würde, würde ich zu anderen Modellen greifen, dann würde ich das nicht bei Breitling suchen. Der Superchronomat, brauche jetzt nicht drüber reden, das wird bei mir irgendwie am Abend ein bisschen albern aussehen, obwohl ich tatsächlich witzig finde, dass das die flachste Uhr ist. Also ist die größte Uhr, aber tatsächlich mit 15,3 mm flacher als jetzt zum Beispiel die Premier mit 15,6 mm. Mhm. Ich denke, dass das bei der Premier einfach dem Glas geschuldet ist. Die hat ja relativ stark gewölbtes Saphirglas. Mhm. Ich finde die Wasserdichtigkeit herausstellenswert. Beim Navitimer hat man es natürlich nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach nach wie vor am Rechenschieber, dass man da halt oder an der Rechenschieberlünette, dass man da einfach sagt, dass man oder das wahrscheinlich irgendwie nicht vernünftig wasserdicht bekommt. Wenngleich es mich nach wie vor wundert, dass es irgendwie bei Sinn möglich ist. Keine Ahnung, inwiefern da irgendwie andere Patente oder so vorliegen. In Summe finde ich es natürlich preis-leistungstechnisch schon irgendwo eigentlich interessant, wenn man jetzt dann sagt, okay, man hat einen ewigen Kalender, Chronograph im Massivgoldgehäuse für 55.000 Euro. Fällt mir jetzt von neuen Herstellern keine Marke ein, die das so macht für das Geld. Bei IWC hat man in der Preisklasse ungefähr die ewigen Kalender angesiedelt. Mhm. Aber dann eben ohne Chronograph, deswegen das passt für mich schon. Finde ich in Summe gelungen. Die ganze Geschichte ist auf 140 Stück limitiert. Man hat eben auf der Rückseite auch die Bemerkung One of 140. Da hätte ich es jetzt noch einfach als Detail cool gefunden, wenn man die 140 Stück dann auch wirklich durchnummeriert hätte. Das finde ich wirklich schade. Das macht Breitling in letzter Zeit, sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, ja, aber das machen die in letzter Zeit häufig, dass sie nicht mehr eine nummerierte Limitierung haben, sondern halt, also dass du nicht mehr wirklich die Limitierungsnummer hast, sondern immer dieses One of irgendwas. Ja. Und ich finde, das gibt mir immer so ein bisschen Vibes von, wir haben gespart, ne? Weil dann machst du quasi einmal, brauchst du das quasi ja nur so, du kannst, also machst du quasi einmal den Boden, der passt dann für alle Uhren, ja. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, auch gerade in dem Preissegment, da will ich doch als Sammler auch wissen, habe ich jetzt die 1 von 140, habe ich die, keine Ahnung, die 140 von 140, habe ich irgendeine andere Nummer, die ich als vielleicht als meine Glückszahl empfinde, das ist doch, da macht doch den Reiz noch aus. Ja, man hat halt, also man hat sich damit halt einfach gemacht, ne? Also dafür finde ich die Gravur wieder recht schön. Wenngleich ich auch cool da sage, da hätte man auch einfach den ganzen Gehäuseboden zumachen können und die Gravur noch aufwendiger machen können. Weil ich sag mal, so sieht es halt irgendwie, es wird wahrscheinlich irgendwie eine B01-Basis sein. Und im Endeffekt, finde ich das jetzt relativ unspektakulär, gerade für irgendwie so eine komplizierte Uhr, um es jetzt mal relativ nüchtern zu sagen. Ansonsten, ja, finde ich gelungen, ist ein schöner Schritt. Finde die Limitierung vor allem halt einfach auch mal interessant, dass es halt wirklich eine Limitierung ist. Ne? Omega hätte wahrscheinlich irgendwie 14.000 Uhren pro Modell gebaut. aber ja, deswegen, das ist so schon. Ich glaube, Omega und der Uhrtalk, wir werden nie so richtig warm miteinander. So traurig. Doch, ich mag Omega voll gerne, ne? Aber es sind halt einfach so Sachen dabei, wo man sich dann irgendwie ein bisschen an den Kopf fasst. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zur Premier, ich finde die Mondphase sehr, sehr gruselig tatsächlich. Ne? Also bei den anderen beiden Uhren haben wir halt einfach den Mond abgebildet und bei der Premier halt so ein bisschen. Ja, so mit dem Gesicht, ne? Das klassischer hat es halt ein Gesicht. Das erinnert irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, irgendwie an den CEO. Vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie zu gemein mit der Uhr, aber ich finde, das ist, hat schon irgendwie so einen sehr finsteren Blick und wird irgendwie so einer warmen Uhr in Roségold in meinen Augen nicht ganz so gerecht. Hier unten ist auch die Mondphase erklärt. Leider findet man jetzt irgendwie keine Erklärung, warum das bei der Uhr jetzt irgendwie so ein finster dreinschauendes Gesicht sein musste. Da hätte ich es irgendwie schöner gefunden. Also ich weiß nicht, ich wäre jetzt keiner, der sich jetzt irgendwie davon irgendwie verängstigt fühlen würde, aber ich bin mir sicher, dass es Kulturkreise gibt, die das schon gruselig finden.
Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, ob man sich damit einen großen Gefallen getan hat. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd und kenne die wahre Bedeutung davon nicht. Das kann auch sein. Deswegen, wenn ihr da irgendwie eine Erklärung habt oder jemand von Breitling zuhört und dafür eine Erklärung hat, lasst uns die gerne zukommen, dann reichen wir das gerne nach. Aber so jetzt ohne Kontext, ohne Erklärung auf der Website, finde ich es ein bisschen Ich finde unsinnig. tatsächlich die Mondphase, muss ich sagen, bei dem Navitimer-Modell eigentlich fast am schönsten geregelt. Wobei bei dem, jetzt sehe ich gerade, bei dem Superchronomat ist es eigentlich auch identisch. Weil da ist es ja wirklich so natürlich aussehender Mond, auch mit diesen Mondkratern, die man sieht. Und man sieht drumherum aus so einem Sternenhimmel. Das ist wirklich schön gemacht. Ich finde auch die mit diesem Ja. Gesicht, mit diesem Mann im Mond, pff, ja, schwierig. Also holt mich auch gar nicht ab, hat dann irgendwie so komische, also wirkt dadurch sehr. Er wirkt altbacken, ja klar, natürlich die Premiere ist ja auch so eine sehr starke Anleihe an die Vergangenheit und sowas, aber das ist, wirkt mir auch zu klassisch und mich holt dieses Gesicht auch leider nicht ab, muss ich auch sagen. Also da Ja. mag ich so eine natürliche Monddarstellung immer deutlich lieber. Ja, und da gibt es ja auch Möglichkeiten, Details einzubauen, ne? Ja. Ja, also auf jeden Fall, ich finde es interessant. Ich bin ja großer Navitimer-Fan. Ich würde diesen ewigen Kalender sehr, sehr gern in einem normalen Navitimer in Edelstahl sehen. Das würde mich tatsächlich abholen. Das wäre schon was, was mich auch reizen würde. Also vielleicht auch da mal ganz kurz. Ich hatte, ich sage es ja immer wieder, ich bin so meine Lust oder mein Hunger auf Uhren ist so, also auf neue Uhren oder mir irgendwie Uhren zu kaufen, ist immer recht gering. Seitdem ich auch die Daytona habe, habe ich immer das Gefühl, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Navitimer ist aber immer auch so eine Uhr, mit der ich so eine, ja, historisch bedingt auch so eine emotionale Verbindung irgendwie habe. Das ist einfach so meine erste große Liebe in der Uhrenwelt. Und ich überlege immer mal wieder, ob vielleicht nicht ein Navitimer nochmal irgendwann mal doch nochmal kommen sollte. Ich habe halt schon viele verschiedene Navitimer-Modelle gehabt. Mir wurde ja damals auch beim Einbruch eine gestohlen. Und irgendwie finde ich es immer schwierig, was zu kaufen, was man schon mal hatte. Also dann ist oft mal so, dass man denkt, oder dass ich mir dann denke, ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich es brauche, weil ich hatte das ja schon mal. Es wäre dann irgendwie nichts wirklich Neues. Aber zum Beispiel so ein Navitimer in Edelstahl mit einer vertretbaren Größe, also die 43 mm sind groß, aber es ist beim Navitimer schon irgendwie in Ordnung, weil es zu der Uhr irgendwie auch passt. Und dann aber so was Besonderes zu haben, wie man hat natürlich klassischen Chronographen, aber dann vielleicht noch einen ewigen Kalender dazu. Also das wäre so nochmal so ein Argument. Und wenn das dann preislich jetzt nicht in einem ganz absurden Bereich ist, wäre das was Ja, für ich mich zum Beispiel erwärmen könnte. Ja. das ist halt so die Frage, ne? Also jetzt Gold 55.000 Euro, Ja. Stahl Navitimer liegt bei 9.000 Euro irgendwas. Deswegen, also ich glaube nicht, dass wir da mit dem ewigen Kalender unter 25.000, 30.000 Euro Und wegkommen. dann sind wir halt schon wieder teuer. Ja, stimmt schon. Stimmt Und das schon. ist halt, also ich finde halt, das wäre mir halt so der Aufpreis ewiger Kalender in einem Navitimer einfach nicht wert, weil ich sage, ey, für das Geld kann ich mir jetzt ein ganz komisches Beispiel, aber eine Uhr, die ich einfach nach wie vor wahnsinnig schön finde, eine 3750 von IWC kaufen, also die Da Vinci, die als erste mit diesem ewigen Kalender von Kurt Claus rauskam in den 80er Jahren, kaufen. Die kriegt man in Gold, ewigen Kalender, Chronograph, um die 10.000 Euro oder unter 10.000 Euro. Und dann kaufe ich mir noch eine Navitimer dazu. Für gebraucht irgendwie 7.000, 8.000 Euro, wenn es das aktuelle Modell sein soll oder noch ein bisschen drunter. Hab die Hälfte vom Preis bezahlt, hab auch einen ewigen Kalender Chronograph, wo es irgendwie auch zur Uhr passt oder wo es irgendwie zur Uhr gehört, sagen wir mal so. Und hab halt aber trotzdem irgendwie den Klassiker. Da wär für mich irgendwie eher so diese Zwei-Uhren-Lösung, eher die Lösung. Verstehe ich, ja. Also cooles und interessantes Release, aber schauen wir mal, was die Zukunft dann auch bringt. Dann haben wir noch so ein paar andere Sachen, über die wir vielleicht kurz, nicht ganz so detailliert, aber trotzdem kurz noch sprechen können. Und zwar, ich glaube, eine Uhr, die vor allem in der Community für oder regelmäßig für Aufsehen sorgt und jetzt auch, oder von der es jetzt eine neue Variante ist, ist die Matte One. Ihr kennt das, es ist ja eine Uhr, die von Max Büßer, also dem Mann hinter ja, MBNF, sorry, ich wollte gerade sagen Moser, aber Moser hat mal ein anderes Release rausgebracht, hinter MBMF. Er hatte vor ein paar Jahren ja eine Uhr herausgebracht in einem relativ günstigen Preisbereich, auch wirklich nicht klassisch MBNF Qualität, auch mit einem zugekauften Werk und so weiter. Und die war so gedacht für Freunde der Marke. Ja, und das war diese sogenannte Matte One. Also Raff zum Beispiel hatte ja auch eine gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er sie noch hat, ich glaube aber nicht.
Und so gibt es jetzt ein Update dieser Mad One. Also die wurde damals initial herausgebracht, war relativ schnell ausverkauft. Dann gab es die nächste Variante in einer anderen Farbe. Ja, sorry, ja. Kurz als Kontext dazu, weshalb Raff auch irgendwie Probleme mit der Uhr hatte, waren einfach technische Probleme. Ja. Also die Uhr wurde damals von einem Miyota-Werk angetrieben, also einem japanischen Werk, was zur Citizen-Gruppe gehört, soweit ich weiß. Und damit gab es halt dadurch, dass da eben auch irgendwie die Zeitanzeige ganz anders funktioniert hat. Das heißt, können wir gleich nochmal genauer erklären, weil es jetzt bei der neuen Variante sehr ähnlich ist. Mhm. Aber man hat halt keine klassischen Zeiger, sondern im Prinzip, man liest die Uhr von der Seite ab. Das heißt, man hat zwei Kreise, zwei Ringe, die rundherum ums Uhrwerk laufen und dann eben an einem Pfeil auf der 6-Uhr-Position überlappen und da kann man dann eben die Uhrzeit ablesen. Und also das quasi ist ja an der Gehäuseseite, an der Gehäuseflanke liest man quasi die Zeit ab. Also nicht oben zentral, weil wenn man von oben auf die Uhr schaut, sieht man eigentlich nur den Rotor, der ist da ganz Uhrwerk, prominent. Und das Uhrwerk, und der Witz bei der ganzen Sache ist, dass halt dieser Rotor so spinnt, das ist ein bisschen wie so ein Fidget-Spinner eigentlich, das hat sowas so was Spaßhaftes. Und das Gehäuse ist halt so aufgebaut, dass du quasi rund um den Rand wie so ein Saphirglas hast und da kannst du dann dahinter diese Scheiben ablesen, die die Uhrzeit anzeigen. Also das ist eigentlich die Darstellungsweise. Hm? Ja, und Raff hatte halt, oder beziehungsweise es war, glaube ich, soweit ich weiß, nicht nur Raff, das hat man viel aus der Community gehört, dass es da relativ viele technische Probleme mit gab, dass die Uhr irgendwie nicht lief oder sehr schlecht lief und so weiter und so fort und dass es da viele Reklamationen gab. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Grund jetzt für die neue Variante ist. Ne? Wir haben jetzt ein Schweizer Werk dann eben jetzt verbaut, La Jouperrier Movement G101, eben weiterhin Automatik mit 68 Stunden Gangreserve. Und das Ganze ist, glaube ich, generell einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen flacher, ein bisschen schlanker geworden, was zum Beispiel so auch das Gehäuseprofil anbelangt. Ne? Also die Konstruktion hat sich so ein bisschen geändert. Dieser ganze Bereich mit den Scheiben und so soweit ich mich erinnern kann, noch freigestellter, noch besser irgendwie ablesbar, ein Stück weit auch. Die Uhr wirkt irgendwie einfach noch ein Stück moderner, noch ein Stück klarer in ihrer Führung. Ich finde, sie jetzt auch von den Bildern wirkt sie auch deutlich kleiner beziehungsweise deutlich flacher als jetzt irgendwie die 15 mm Höhe das verlauten lassen. Das Ganze hat 42 mm im Durchmesser, Mineral Glass Container, das heißt außen die Seiten sind aus Mineralglas gefertigt. Ich glaube, anders ist es in dem Preisbereich auch irgendwie schwer zu machen. Ne? Also was ich da irgendwie immer ganz gerne so als Preisvergleich ranziehe, ne? Wenn man sich bei Sinn, bei den Fliegeruhren, irgendwie bei der 3, 5, 6 statt des Kunststoffglases oder statt des Kunststoffes ein Saphirglas haben möchte, das ist ein relativ dickes, stark gewölbtes Saphirglas, kostet das einen Aufpreis von 500 Euro. Und ich sag mal, Sinn ist ja jetzt keine Marke, die dafür bekannt ist, orbitante Aufpreise für Extras zu nehmen und da viel Marge drauf zu haben. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt vielleicht nicht mega nah an den Fabrikationskosten ist, aber dass das auf jeden Fall schon kein geschenktes Produkt ist, was man halt irgendwie so von der Stange günstig einkaufen kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man halt hier im Prinzip so ein Glasrohr bräuchte und das irgendwie aus einem großen Block Saphirglas gefräst werden muss, weil man das ja irgendwie schlecht anders formen kann, wäre das, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Dazu kommt natürlich auch, dass irgendwie an den Seiten von so einer Uhr, dadurch, dass man ja relativ prominente Hörner hat, die so ein bisschen hochstehen, erwarte ich jetzt nicht, dass da an der Seite viele Kratzer reinkommen. Und man hat natürlich trotzdem obendrauf ein Saphirglas mit Anti-Reflective Coating, also Anti-Reflektionsbeschichtung. Die Krone ist auf 12 Uhr angebracht, ähnlich wie bei dem Vorgängermodell. Und das Ganze ist 30 Meter wasserdicht. Und ich finde die cool. Die alte Mad One, das war mir zu klobig, zu plump. Mhm. Dann irgendwie kombiniert mit den technischen Problemen. Ich finde sie auch cool. Stimmig. Ich finde sie auch cool. Wir sind hier jetzt bei 2.900 Schweizer Franken ohne Steuern. Das heißt, ich weiß nicht, was dann umgerechnet das wohl Euro sein mag. Ob das dann
Ja, gut. Knapp unter 4.000 Euro sind mit Steuern. Sowas um den Dreh, denke ich. Ja, es kommt ja natürlich dann theoretisch nach Deutschland, muss es noch importieren. Wobei auch Ja. so die Steuer, ja, also wenn du es so bestellst, die Steuern kommen ja sowieso unter. Ja, wahrscheinlich bist du bei so irgendwie so 3.500 Euro oder irgendwas, was du am Ende Ja. zahlen wirst. Aber es ist okay. Also es ist natürlich eine witzige Uhr, ist, glaube ich, schon so eine Uhr für die absoluten Nerds und Liebhaber und sowas, einfach so eine Community-Uhr einfach. Ich finde es gut. Ich finde das einen guten Schritt. Ich finde das auch das Schweizer Werk von La Jupeyrée irgendwie, das passt für mich auch gerade zu diesem ganzen Thema MB&F. Einfach nochmal besser. Schweizer Uhrmacher, Schweizer Werk. Das ist für mich einfach ein stimmigeres Konzept. Ich finde es gut, dass sie schlanker geworden ist, weil, wie du sagst, sie war schon recht klobig. Es ist einfach eine lustige Uhr. Kann man machen. Ja. Dann vielleicht ganz kurz, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gab es auch noch natürlich, wir haben ganz, ganz viele Uhren von Independent Watchmakern gesehen, auch wirklich außergewöhnliche Sachen. Da könnte man jetzt die Folge beliebig groß machen. Was ich ganz interessant fand, auch hier wieder zwei Marken, die einfach für einen Spaß zu haben sind, ist eine Kollaboration zwischen Moser und Studio Underdog. Also Moser und T kennt ihr natürlich. Studio Underdog ist eine kleine, ja, ich würde sagen, sowas wie so eine Microbrand eigentlich, die ganz nette Uhren immer wieder so machen, wenn man den Stil mag. Kann man mal googeln, kann man sich mal anschauen. Oftmals auch eher so witzige Zifferblätter und sowas. War jetzt nie was mich so zu 100% abgeholt hat, aber ist soweit in Ordnung. Und beide Marken haben sich jetzt zusammengetan und haben eine Kollaboration gemacht. Und zwar die sogenannten Passion Fruit Watches. Und das ist ein Set, limitiert auf 100 Stück, gibt es wirklich auch immer nur im Doppelset, beide Uhren zusammen. Preislich liegen wir dabei 59.000 Schweizer Franken. Und was du bekommst, ist zum einen eine Moser mit dem Edelstahlgehäuse, 42 mm im Durchmesser, mit einem, ja, mit einem. Ja, also mit so einem Fumé-Blatt, was an eine, ja, Maracuja, möchte ich einfach sagen, erinnert. Also der Rand ist so lila gehalten, die Mitte ist, das ist, glaube ich, Email, ist so gelb-orangefarben. Also ist wirklich von der Farbgebung einfach wie so eine Maracuja. Ja, soll auch wirklich auch daran erinnern. Hat so eine Textur, die ja so gehämmert aussieht, also so wirklich auch so uneben. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant gemacht. Wir haben ein Datum auf 3 Uhr. Ganz interessant ist halt, das ist das klassische Handaufzugswerk HMC 800 von Moser. Das ist das Werk mit ewigem Kalender, 7 Tagen Gangreserve. Also auch hier, das ist dieser ganz schlichte ewige Kalender, wie man ihn von Moser kennt, mit einer Minimalanzahl von Anzeigen. Zum Beispiel auch die Schaltjahresanzeige hat man auf die Gehäuserückseite gelegt. Die Monatsanzeige ist einfach so ein kleiner, ganz minimal kleiner, grün gehaltener Zeiger in der Mitte, der dann quasi die Ablesbarkeit der Monate über die Stunden ermöglicht. Also das ist ganz interessant, ja, gemacht, aber es ist natürlich jetzt erstmal, geht es hier wirklich um diese Farbgebung. Und analog dazu hat Studio Underdog eine Uhr herausgebracht oder dazu passend gebracht, die mit einem Handaufzugswerk von Sellita kommt. Es ist ein Monopusher-Chronograph, also das ist hier das Spannende bei der ganzen Geschichte, das ist wirklich ein Chronographenwerk mit wirklich Eindrückerchrono. Also man hat die Krone auf 3 Uhr und dann hat man so auf 14 Uhr hat man den einzelnen Drücker. Durch den Gehäuseboden kann man auch das Werk sehen. Das ist ganz nett veredelt, aber man sieht halt schon, dass es einfach ein Sellita-Werk ist. Auch hier wirklich alles, die Anzeigen auf einem Minimum gehalten. Ja, also man hat eine kleine Sekunde auf 9 Uhr und dann hat man die Stoppminuten des Chronographen auf 3 Uhr. Das geht auch nur bis 30, also dieser Zähler geht auch nur bis 30 Minuten. Ja, also man kann mehr als 30 Minuten kann man mit der Uhr jetzt nicht stoppen. Aber im Grunde geht es einfach hier um diese Kombination der beiden Marken, die sich hier zusammengetan haben. Also wirklich eine Independent Watchmaker in einem
doch recht hohen Preissegment und dann eben so eine Art Microbrand in einem normalerweise recht günstigen Preissegment. Und sie bringen jetzt so eine Kollaboration zusammen raus, wie gesagt, limitiert auf 100 Stück. Die nehmen sich nicht zu ernst. Wie gesagt, das Thema ist hier Passion Fruit, wobei Passionsfrucht und Maracuja, glaube ich, auch was Unterschiedliches ist, aber ist egal. Sie sehen auf jeden Fall von der Farbgebung, sehen die Uhren eben aus wie so eine Passionsfrucht oder eine Maracuja und passt dementsprechend in den Sommer. Ich persönlich hätte sowas, glaube ich, nicht gebraucht. Mir gefallen beide Uhren ehrlich gesagt nicht sonderlich gut. Es ist nett, es ist witzig, aber ich würde dafür jetzt tatsächlich keine 60.000 Schweizer Franken ausgeben. Also das wäre es mir irgendwie nicht wert. Aber ich glaube, die 100 Stück gehen weg. Da gibt es bestimmt genügend Sammler, die genau das irgendwie witzig finden. Was ich mich hier eher frage bei der ganzen Geschichte ist, für wen bringt das jetzt was? Ist das jetzt mehr Werbung für Moser oder ist es eher mehr Werbung für Studio Underdog? Welche Marke profitiert da mehr von? Oder profitieren beide davon, weil irgendwie Moser durch diesen Move jetzt mit einer sehr günstigen Marke zu kooperieren, jetzt einfach wieder Aufmerksamkeit bekommt und man wieder über sie schmunzeln muss und denkt, ach krass, die nehmen sich einfach nicht zu ernst und machen sowas Witziges. Oder profitiert Studio Underdog, weil sie plötzlich auf eine große Bühne gehoben werden? Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil mich interessiert hat, was die Studio Underdog-Uhren so normalerweise kosten. Es gibt jetzt hier zum Beispiel auch diesen die haben jetzt, so wie ich das sehe, jetzt hier keinen klassischen Online-Shop, weil die halt irgendwie schon viele Varianten haben, die irgendwie dann ausverkauft sind und so weiter und so fort. Es gibt jetzt hier was jetzt das erste ist, was einem ins Auge springt, ist die Watermelon Second Gen. Ja, die ist schon ähnlich zum Beispiel. Das ist eine ähnliche Gehäuseform, hat man jetzt eben dieses Wassermelonen-Thema. Ich glaube, es gab auch mal irgendwie eine Aubergine oder irgendwie sowas, habe ich da im Hinterkopf. Das ist in dem Fall jetzt hier aber kein Monopusher-Chronograph, das ist ein Zweidrücker-Chronograph mit diesem bekannten Seagull-Chronographenwerk, was man eben auch irgendwie aus anderen Uhren kennt. Und hier hat man eben eine Uhr in der Preisklasse von 540 Euro. Wenn man jetzt mal eben das Schweizer Werk drauf rechnet und die Zusatzkomplikation, dass es dann eben ein Monopusher-Chronograph ist, denke ich, dass wir hier bei der Uhr jetzt in diesem Bundle schon irgendwie von einer Uhr in einem Preissegment so alleine betrachtet, jetzt sag ich mal von der Positionierung wahrscheinlich so 1.500-2.000 Euro reden würden. Letztendlich, man merkt halt jetzt schon an den Bildern auf jeden Fall, dass eine Uhr in der Preisklasse natürlich nicht mit der Fertigungstiefe und der Qualität mithalten kann von der Moser. Das sieht man an der Farbintensität, auf den Ziffernblättern, wo das halt bei der Moser wirklich zum Beispiel so ein richtig tiefes Lila-Violett ist das andere schon, wirkt schon so ein bisschen blecherner, so ein bisschen metallischer und weniger warm. Gleiches gilt natürlich für die Ziffernblattstruktur. Das eine ist halt so ein bisschen ganz blöd gemeint, also leicht strukturiert, und das andere ist halt wirklich so ein gehämmertes Ziffernblatt. Ich finde das Bundle relativ interessant, weil wenn du halt einmal sagst, okay, mir gefällt die Idee, dann ist es so ein bisschen so, dass du halt irgendwie diese Stringenz in der Kollektion oder die Stringenz im Design natürlich schon hast. Und halt irgendwie trotzdem irgendwie so zwei Uhren für zwei Anlässe hast. Ne? Du hast natürlich zwei Uhren mit zwei unterschiedlichen Komplikationen. Einmal irgendwie ein Kalender, dann natürlich irgendwie die hochwertige Uhr, die du vielleicht zu besseren Anlässen trägst. Und dann halt aber gleichzeitig auch sagst, okay, ich habe halt aber eine Uhr, die genau dieser Stringenz im Design, im Konzept und so weiter folgt, halt aber preislich einfach irgendwie oder vom Verlust her vielleicht nicht ganz so schmerzhaft wäre, weil ja, die Uhren sind nur zusammen erhältlich, aber trotzdem müssen wir uns da, glaube ich, nichts vormachen, dass der Wert da jetzt der beiden Uhren nicht irgendwie zu halbieren ist und sagt, okay, die eine kostet 30.000 Euro und die andere kostet 30.000 Euro. Und das wäre für mich jetzt so ein klassischer Fall, wenn einem jemand das gefällt und der dann halt zum Beispiel irgendwie nach Griechenland in Urlaub fliegt und sagt, ich möchte aber trotzdem irgendwie das Design weitertragen, dann nimmt man halt dann irgendwie die Studio Underdog mit. Mhm. Und ich sag mal, man kennt es halt irgendwie aus der Bubble, ich finde es nicht cool, ich würde es auch nicht machen, aber man kennt es halt irgendwie von anderen oder von Leuten, dass die sagen, okay, ja gut, ich habe halt irgendwie eine Rolex und eine echte und ich habe halt aber trotzdem irgendwie einen Superklon oder einen guten Fake davon, und wenn ich halt mich irgendwie nicht sicher fühle oder so oder irgendwo hingehe, wo ich irgendwie Angst um die Uhr habe, dann trage ich halt die gute Fälschung, damit halt im schlimmsten Fall vielleicht nur 800 bis 1.000 Euro weg sind
und halt keine 15.000 Euro jetzt, um das mal ganz platt zu sagen. Mhm. Brauchen wir jetzt nicht diskutieren, wäre nicht mein Ansatz, weil ich sage, okay, bevor ich mir ein Fake kaufe, gibt es irgendwie in der Preisklasse andere Uhren. Und das ist halt genau jetzt für mich irgendwie so ein bisschen das Szenario, was hier sehr, sehr gut so passt. Und ich finde, die Uhren passen cool zusammen. Ich finde sie, weiß Gott, nicht hässlich. Also ich finde die durchaus schön. Ich mag die Farbkombination. Wäre es jetzt das Erste, was ich mir kaufen würde, wenn ich 60.000 Euro für Uhren ausgeben könnte? Garantiert nicht. Aber ich finde halt irgendwie, das Konzept passt. Dieser kleine grüne Akzent erinnert irgendwie so ein bisschen irgendwie so an diesen, an den Stängel, wo das irgendwie doch an der Pflanze hängt, keine Ahnung. Und deswegen finde ich das in Summe einfach, ja, passt. Ich finde es irgendwie gar nicht so schlimm. Ich finde es echt irgendwie, ich finde das Konzept schon sehr cool. Wer da letztendlich am meisten von profitiert, ich glaube, das ist Win-Win. Studio Underdog oder Studio Underdog wird natürlich irgendwie so auf einen Schlag 100 Uhren los. Ich weiß, ich kenne die Marke nicht gut genug, um zu sagen, wie da sonst so die Nachfrage ist, wie schnell die sonst ihre Uhren so loswerden. Ich glaube jetzt nicht, dass der typische Studio Underdog-Kunde der Kunde für das Bundle ist, weil ich sag mal, wenn du halt sonst in der Preisklasse unterwegs bist von 500 bis vielleicht 1.000 Euro, dann kaufst du ja nicht auf einmal ein Bundle für 60. Deswegen glaube ich schon, dass sich das eher an den Moser-Kunden richtet. Und dann finde ich das schon sehr interessant, muss ich sagen. Okay, also von dir gibt es ein positives Votum. Das ist ja auch in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung. Wie gesagt, mich holt es nicht so wirklich ab. Aber ich bin auch nicht so ein Freund von diesen... Also das ist so eine Uhr, ich weiß, die ist witzig und so, aber irgendwie ist es nicht mein Humor vielleicht auch einfach, weil ich will einfach keine Uhr tragen, die aussieht wie eine Frucht. Irgendwie, das gibt mir halt nicht viel, das ist mir zu verspielt, das ist nicht so meine Welt. Ich mag es dann schon irgendwie so ein bisschen, wenn Uhren so ein Ticken ernsthafter sind, aber das sind ja auch die verschiedenen Facetten dieser... Das ist halt Moser, ne? Ja, genau. Also wenn eine Marke halt sich auf die Website schreibt, very rare, dann... Sagt es ja einfach schon, dass die sich nicht so ernst nehmen. Und das ist halt auch wieder hier müssen wir uns nichts vormachen. Das ist keine Uhr für jemanden, der sagt, ah ja, ich habe jetzt ein bisschen Geld gespart, ich kaufe mir jetzt meine erste gescheite Uhr und finde dann die Idee von der Passion, von der Uhr im Design an der Passionsfrucht lustig. Ne? Das ist irgendwie ein flippiger Typ, glaube ich, oder es ist höchstwahrscheinlich irgendwie ein flippiger Typ, der auch bunte Kleidung lustig findet und irgendwie einen violetten Versace-Anzug oder was weiß ich hat und da passt das dann halt geil zu oder ganz im Gegenteil, das ist irgendwie ein ganz, ganz schlichter Kleidungsstil und das ist dann irgendwie so ein Highlight-Piece, ich sag mal, was man irgendwie jetzt so als ganz prominentes Beispiel hat, wo ich mir das gut vorstellen könnte, wäre wahrscheinlich irgendwie Producer Michael oder sowas, den man irgendwie aus seinen unzähligen YouTube-Videos irgendwie jetzt auch mit Marc Gebauer kennt, der ja von Farbenfrohheit in seinen Outfits kaum zu übertreffen ist. Ich glaube schon, dass man da irgendwie witzige Sachen mit der Uhr machen könnte. Und dementsprechend, finde ich das irgendwie sehr witzig und mag das, dass Marken sich halt auch irgendwann mal was trauen und man halt nicht einfach nur sagt, komm, wir legen jetzt das Design, was wir schon vor 50 Jahren gemacht haben, nochmal auf. Und deswegen, ich finde das cool, wenn Marken sowas machen und begrüße das. Gut. Dann lass uns noch weitergehen. Es gibt noch ein, zwei Uhren, über die ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Eine Uhr, da können wir vielleicht kurz, also können wir nur ganz kurz anreißen, würde ich jetzt gar nicht zu sehr im Detail drüber sprechen wollen, aber einfach, dass ihr es gehört habt, auch weil ich persönlich auch ein großer Fan dieser Uhr bin. Und zwar Blancpain hat eine neue Variante der Air Command rausgebracht, also dieser Chronograph, schon Vintage inspiriert. Ist immer so ein bisschen unschlüssig, ob es da wirklich mal ein historisches Vorbild dieser Uhr gab. Gibt es verschiedene Aussagen zu. Blancpain sagt aber ja. Das ist dieser klassische Bicompax Chronograph mit einer schwarzen Keramiklünette und einem 60 Minuten Zähler auf dieser Lünette. Ganz interessant gemacht, schöne Uhr auf jeden Fall. Wir hatten sie auch im Uhrtalk des Öfteren schon angesprochen, bei verschiedenen Folgen von 3 Uhren unter, meine ich, ja. Die waren aber bisher auch immer sehr stark limitiert und jetzt gibt es eben eine neue limitierte Variante wieder mit einem, so einem khaki-grünen Zifferblatt und so,
ja, cremefarbenen Indizes, cremefarbenen Zeigern, ist so ein bisschen Fotina-Style, passt aber, finde ich, farblich zumindest gut zu diesem grünen Blatt. Man hat auch hier wieder zwei Gehäusegrößen in 42 mm oder 42,5 mm und 36 mm. Beide kommen in so einem Titangehäuse. Beide haben ein Inhouse-Werk, 30 Meter wasserdicht und eine schwarze Keramiklünette. In Summe ein ganz cooler Look, beide Modelle aber auch limitiert. Die große Variante auf 200 Stück, die kleine Variante auf 100 Stück. Preislich liegen wir da irgendwo zwischen 19.000 und 20.000 Schweizer Franken. Also der Europreis wird etwa ähnlich sein. Nettes Modell, nichts gänzlich Neues, aber eine neue Farbvariante dieses Chronographen. Was mich immer wundert, ist eigentlich, dass Blancpain gerade dieses Modell immer so ein bisschen nur in so gefühlt homöopathischen Mengen herausbringt. Also gefühlt sind die immer nur irgendwie so auf 100, 200 Stück limitiert. Und dann sind sie irgendwann ausverkauft und dann kommt mal wieder was. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass quasi diese Uhr mehr oder minder rauskommt, aber in einer neuen Variante. Und ich frage mich, warum man die nicht einfach mal so in die Standardkollektion einfach aufnimmt und dann ist die einfach da und dann baut man das Ganze so ein bisschen auf und ergänzt es immer mal wieder um vielleicht ein limitiertes Modell. Aber Blancpain wird da seine Gründe haben. Ansonsten... Ja, ich finde die blaue nach wie vor schöner. Ja, finde ich auch wahrscheinlich einen Ticken schöner. Ich fand auch die klassische schwarze ganz am Anfang eigentlich sehr gelungen. Also die ist auch noch nach wie vor noch so mein Favorit. Aber in Summe finde ich es einfach einen schönen Chronograph. Ich mag absolut die gerne. Ja. Ich finde es ganz, ganz witzig, weil ich immer bei mir jetzt halt immer die Preise in schwedischen Kronen angezeigt werden. Und da die Umrechnung halt nicht so einfach ist. Also hier kostet die Uhr jetzt gerade 267.900 schwedische Kronen. Ne? Ja, das klingt, das klingt teuer. Wenn man im Supermarkt steht, dann sagt man, okay, man streicht halt irgendwie immer die letzte Null weg. Weil ich glaube, der genaue Umrechnungskurs ist so ganz grob, dass 1 Euro ungefähr 11 Kronen entspricht oder 11,35 Kronen oder was. Ich mache immer so grob, dass irgendwie 100 Kronen 9 Euro sind oder irgendwie so, da bin ich immer ganz gut mit gefahren. Mhm. Aber ja, weil es macht halt dann bei solchen Sachen schon einen Unterschied, ob es dann 26.700 oder 790 Euro sind oder ob es dann irgendwie nur 23.000 Euro oder sowas sind. Mhm. Nur nochmal irgendwie so als... Dann würde ich kurz noch über eine Marke mit dir sprechen, Lukas, über die wir auch schon immer mal wieder auch gerne geredet haben, einfach auch, weil wir, glaube ich, auch schon verschiedene Berührungspunkte mit hatten, und zwar TAG Heuer. TAG Heuer hat zwei neue Chronographen herausgebracht, beziehungsweise sie bezeichnen das quasi als eine neue Art von Kollektion. Und zwar ist es die TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport Collection. Und im Wesentlichen geht es jetzt hier um zwei Chronographen, relativ groß, jeweils 44 mm im Durchmesser, Titangehäuse, mit einer ganz interessanten Gehäuse, Konstruktion, vielleicht ist es vielleicht falsch, aber mit einem ganz interessanten Gehäusedesign, denn von der Seite her ist das Gehäuse so leicht ausgehöhlt. Also man sieht zum Beispiel, wenn man sich die Hörner anguckt, die sind so, man hat so die äußeren Linien und dann ist quasi das Innere ist dann so ausgehöhlt. Man kann so ein bisschen reingucken, also wie so verschiedene Ebenen auf der Seite. Ist eigentlich ganz, ganz interessant gemacht. Sieht einfach ganz interessant aus. Die Uhren kommen an Kautschukbändern und sie heißen eben Extreme Sport Collection und sind wirklich nochmal ein deutlich sportlicherer Ansatz des klassischen Carrera-Chronographen. Ja, und ich finde, das sieht man hier. Also es sind einfach sehr, 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 sehr sportlich aufgezogen. Also zum Beispiel auch die Zifferblätter sind quasi komplett skelettiert. Man sieht immer nur, man sieht so die Brücken. Man sieht zum Beispiel, dass die Datumsscheibe, die ist auch skelettiert. Die dreht sich so ums gesamte Zifferblatt drumherum. Unten ist dann etwas dunkler hinterlegt das aktuelle Datum auf 6 Uhr. Aber man sieht trotzdem die gesamte skelettierte Datumsscheibe, wie sie sich um das Zifferblatt herum erstreckt. Eine ähnliche Darstellung der Datumsscheibe haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit bei Hublot immer mal wieder auch gehabt. Die hatten sowas zum Beispiel gehabt bei der Big Bang, ich glaube Aero Fusion oder so hieß das Modell. Das sah tatsächlich ähnlich aus. Und die Uhr gibt es jetzt halt eben grundsätzlich in zwei verschiedenen Varianten. Einmal klassisch als Chronograph und dann einmal als Chronograph Tourbillon. Also TAG Heuer hat ja in den letzten Jahren immer wieder diese Kombination aus Chronograph und Tourbillon herausgebracht. Und das finden wir jetzt hier eben bei diesem Modell auch.
beide Uhren angetrieben von einem eigenen Werk. Ja, also das ist einerseits das Werk TH2000, Säulenrad Chronograph mit vertikaler Kupplung und dann einmal das Kaliber TH2009. Das ist eben der Chronograph mit Tourbillon. In Summe zwei, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sportlich orientierte, sportlich gehaltene Uhren. Beide sind jeweils zu 100 Meter wasserdicht, was auch zu diesem ganzen sportlichen Erscheinungsbild passt. Die Lünette ist, ich weiß gar nicht, ist das einmal, ist das, glaube ich, bei dem Chronographen mit Tourbillon, ist es auf jeden Fall Forged Carbon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, ist es bei dem normalen auch oder ist das Keramik? Ich glaube, es ist Keramik, wenn ich das richtig sehe. Steht, ja. Ich finde hier gerade nichts, aber würde passen. Also hier steht nur Case, Titanium Fine Brushed, Sandblasted, Crown Titanium Grade 5, Caseback Sapphire Titanium Grade 2. Nee. Ja. Also ich finde also auf jeden Fall bei dem Tourbillon, es scheint das Forged Carbon zu sein. Also so ein Carbon mit so einer Strukturierung drin. Bei dem anderen würde ich jetzt mal behaupten, dass es Keramik ist, wenn ich das richtig sehe. Ja, auf jeden Fall interessante Uhren. Preislich liegt jetzt die einfache Variante bei rund 8.000 Euro und die andere sind wir dann bei über 20. Jetzt muss ich mal gucken auf der deutschen Webseite, was sie da an Preis aufrufen. Ich habe jetzt hier nur den Preis in Schweizer Franken, aber ich suche es all dieweil mal raus. Was sagst du zu den Uhren? Boah, ich bin halt ist auf die okay. Website gegangen. Ich bin auf die, ja, ich bin auf die Website gegangen und mir wurde halt direkt die rote Variante angezeigt und das ist für mich schon an der Grenze des Ertragbaren. Mhm. Ja, die ist arg, ja, das stimmt schon. Die ist schon echt arg. Das ist für mich halt wirklich so Jack Wolfskin-Jacke in Neonfarben, Salomon-Trekking-Schuhe dazu und los geht's. Hat für mich halt aber irgendwie nichts mit einer geschmackvollen Luxusuhr zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Da zieht sich bei mir echt vieles zusammen. der Chronograph Tourbillon, ganz kurz, kostet 25.700 Euro. Ich bin jetzt hier auf der deutschen Webseite und hab's mir da nochmal rausgesucht. Ja, die schwarze finde ich cool. Mhm. Die schwarze Variante finde ich cool, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Zenith DeFi-Geschichten. Mhm, die auch irgendwie diese skelettierte Struktur haben und vor allem auch irgendwie diese Oszillatoren-Varianten oder diese Varianten mit den Oszillatoren. Deswegen, das finde ich cool, wenn man halt, ich finde zu diesem schwarzen DLC-Titan passt halt irgendwie dieser technische Look und hat es halt irgendwie von den Farbvarianten auch ein bisschen schlichter gewählt. Das ist eine Uhr, die ich schon sehr cool finde. Dann ja, die blaue ist halt irgendwie so ein Mittelding. Ja, wäre jetzt nicht meine Variante, aber finde ich auch in Ordnung. Ich finde die Rosé-Gold-Schwarze Variante auch noch ganz schick. So preislich so ein Mittelding bei. Also wir werden jetzt komischerweise hier Preise in US-Dollar angezeigt. Sind dann 12.300 Dollar. Ich stelle das mal eben schnell um. Was das dann. Was das dann in Euro sind? Sind dann 12.100 Euro. Ja, dafür finde ich das in Ordnung mit Roségold und Titan in der Kombination. Die Rot-Variante finde ich schon sehr arg. Mhm. Aber ja, Tag Heuer hat ja auch mit der, es gibt ja auch diese eine Aqua Racer mit dem, ja, diese eine Aqua Racer, diese Professional Solargraph. Also da geht man ja auch schon so sehr in diese Outdoor-Richtung. Und deswegen, das passt schon, man hat es hier dann einfach irgendwie nochmal in eine andere Kollektion getragen, irgendwie auch so ein bisschen diese zwei Arten der Carrera so ein bisschen fortgeführt, ne? Man hat ja einmal irgendwie so dieses klassische Ding, wo man halt irgendwie so die bekannten Designs neu interpretiert, neu auflegt und dann halt irgendwie diese sehr sportlichen Geschichten und da ist das hier sicherlich irgendwie nochmal ein bisschen extravaganter, Ja. Okay, also ist in Ordnung, bräuchten wir jetzt beide nicht, aber ist okay soweit. Ja, ich sehe halt nicht so richtig, also jetzt rein von dem, was mir jetzt irgendwie an Informationen auf der Website bereitgehalten wird,
sehe ich jetzt halt nicht, was das zu einer Extreme-Sport macht. Also ja, das Ganze hat ein Kautschukband, ist Nur der Look, wasserdicht, glaube ich. man hat ein Titangehäuse, aber das ist jetzt halt, also so, es wird jetzt irgendwie keine herausragende Stoßresistenz oder irgendeine einzigartige Funktion beworben, wo ich jetzt sage, okay, das hat irgendwie jetzt den Eindruck irgendwie Extremsport verdient. Ne? Also das ist halt, deswegen war halt auch meine erste Assoziation gleich irgendwie knallige Jack Wolfskin-Jacke. Das sind ja so Hobby-Abenteurer. Deswegen, das weiß nicht, ja, tue ich mich mit dem Konzept dahingehend ein bisschen schwer, gerade bei der roten Variante und mit der Namensgebung. Was ich ganz interessant finde, so vom Move her, ja, hier steht dann bei Online-Exclusivity, du kriegst eine Travel-Pouch dazu, wenn du die Uhr online kaufst. Wäre das für dich ein Grund, die Uhr online auf der Herstellerseite zu kaufen und nicht zum Beispiel in der Boutique? Ehrlich gesagt nicht. Also, Nee. das wäre mir ziemlich egal. Ich würde in der Boutique sogar fragen, ob ich nicht das auch haben könnte. Ich glaube nämlich, das war nämlich auch mein Gedanke, ne? Also wenn man halt sich in der Boutique nett mit den Leuten unterhält, ne? Dann wäre mir eine Einladung zu einem Event oder irgendwie dann ein anderes Goodie fast mehr wert. Ich muss auch Aber sagen, gut. Travel Pouches, nochmal ganz kurz. Das ist auch was mir zum Beispiel früher viel wichtiger war als heute, weil mittlerweile, also ich fand am Anfang so die ersten, hatte ich glaube ich damals, hatte ich mal eine von Breitling bekommen, da hatte ich mich tierisch drüber gefreut. Dann hatte ich irgendwann eine von AP, als ich meinen Royal Oak Chronographen mal in den Service oder so gegeben hatte. Irgendwas war damals mal. Und das war, fand ich damals, waren die, dachte ich, wow, Hammer, voll gut, die muss ich dann aufheben für irgendwie für was Besonderes und wer auch immer. Ja. Und ich muss sagen, über die Jahre haben sich dann irgendwie so ein paar angesiedelt und irgendwann denkst du so einfach, ja, okay, die nächste. Ja, und jetzt bin ich Ja. eher froh für diejenigen, die ich wirklich praktisch finde. Also ich habe das kurz kleiner Schwank von der Watches and Wonders. Ich habe dieses Jahr auf der Watches and Wonders von Parmigiani so ein bisschen, Rolex hat auch immer diese kleinen grünen flachen Täschchen, wo die Uhren sehr flach drin sind und die auch nicht so viel Platz wegnehmen. Und die fand ich immer sehr praktisch, weil die einfach nicht viel Platz wegnehmen, auch gerade für Schließfach super und sowas. Und zum Beispiel Parmigiani Fleurier hatte dieses Jahr wirklich extrem hochwertig gemachte, aus so einem braunen Kalbsleder, sehr schön strukturiert. Und du hast gemerkt, da steckt einfach wirklich viel Wertarbeit in diesem kleinen Lederetui drin. Und davon habe ich zwei bekommen von Parmigiani und die liebe ich jetzt über alles, weil die sind ganz, ganz flach. Ja, also du. Die Uhren sind aber drin auch gut gepolstert, also machst dir da keine Sorgen. Die sitzen auch auf so einem dünnen, schmalen, mit Stoff ausgelegten Plättchen, sind dadurch wirklich komplett flach. Und da zum Beispiel habe ich zwei Stück von und die finde ich super, weil die einfach nicht viel Platz wegnehmen. Da kannst du die Uhr, ich habe das jetzt oft auch so gemacht, wenn ich auf Reisen bin, am Flughafen, Uhr da rein, das Ganze in die Tasche, teilweise auch in die Hosentasche, ja. Das merkst du nicht, es nimmt keinen Platz weg, es ist weich, es ist alles gepolstert und es fühlt sich hochwertig an. Das finde ich super und ich mag mittlerweile diese großen, runden Travel Pouches und so bin ich gar kein großer Fan mehr, weil die mir alle zu viel Platz wegnehmen, auch wenn du sie irgendwo verstaust und so. Also mittlerweile gucke ich eher auf solche Sachen, ja, dass es praktisch Ja. ist und irgendwie gut gefertigt ist. Ich bin da halt so ein bisschen, ich bin da halt so ein bisschen der, also ich tue mich halt immer schwer damit, eine Uhr in Travel Pouch von einer anderen Marke zu stecken. Da bin ich irgendwie ein bisschen eigen. Ich finde diese, also die bieten halt wenig Schutz, aber ich habe halt zum Beispiel von Tudor so diese ganz klassischen Pouches. Man kennt es ja als irgendwie diese Rolex Service Pouches, diese ganz normalen Stofftaschen. Davon habe ich eine für meine Tudor. Mal ganz cool im Schließfach, weil die halt wirklich wenig Genau, Platz die sind wegnehmen ja und im ähnlich, genau Schließfach. das ist ja das, was ich sage. Die sind ja diese flachen Ja. halt dann, ja. Ja, die bieten halt jetzt keinen Schutz vor Stößen so richtig. Halt nur gegen Kratzer. Aber im Schließfach finde ich das ganz cool. Ich würde es damit jetzt nicht in den Rucksack schmeißen. Aber dadurch, dass ich halt sowieso meistens irgendwie nur mit einer Uhr unterwegs bin, brauche ich es eigentlich auch nicht so richtig. Ich fand halt immer so kombinierte Konzepte immer ganz cool, wo man halt sagt, okay, ja, ist dann halt irgendwie eine Travel Pouch Teil der Box oder sowas. So, Lukas, und ich würde gerne abschließend, jetzt haben wir viel über Geneva Watch Days und die Uhren, die vorgestellt wurden im Rahmen dieser Geneva Watch Days gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch über eine Uhr sprechen, die explizit jetzt nicht auf den Geneva Watch Days vorgestellt wurde, weil die Marke da jetzt nicht teilgenommen hat, aber trotzdem grundsätzlich zeitlich in dem gleichen Rahmen vorgestellt wurde und die definitiv eine Uhr ist, bin ich überzeugt von, die jetzt in den nächsten Monaten sehr, sehr begehrt sein wird. Und zwar reden wir von Tudor.
Und zwar ist es ja so, dass Tudor auch immer sehr, sehr fleißig ist, nochmal so unterjährig so im Spätsommer nochmal irgendein Modell herauszubringen. Oftmals auch einfach nur eine neue Variante eines bestehenden Modells. Und das haben sie dieses Jahr auch gemacht. Und zwar gibt es einen neuen Black Bay Chronographen. Und da war es ja zuletzt so, Tudor hatte ja diesen pinkfarbenen Black Bay Chronographen herausgebracht, der dann sehr viel Furore gesorgt hat. Ich fand den optisch ehrlich gesagt nie schön, aber ist natürlich Geschmackssache. Okay. Das klassische Chronograph, allerdings jetzt erstmalig nicht an diesem, ich nenne es jetzt mal an diesem Band im Oyster-Stil, sondern in dem Stil eines Jubilee-Bandes gehalten, also so ein fünfreihiges Gliederarmband. Also Tudor legt immer Wert, dass es kein Jubilee-Band ist, okay, aber es ist vom dem Stil schon sehr, sehr ähnlich. Und diese Uhr haben sie jetzt quasi in einer etwas, ich sag mal, allgemeinverträglicheren Variante herausgebracht, die eben kein pinkes Zifferblatt hat, sondern ein tiefblaues Zifferblatt mit einem Sonnenschliff und einer blauen, das ist ja so eine Aluminiumlünette, einer blauen Aluminiumlünette und weißen Hilfszifferblättern. Also dadurch hat man quasi diesen Reverse-Panda-Look, allerdings jetzt in Blau, nicht wie man die Uhr schon kennt, in einem Schwarz oder einem weißen Blatt, sondern wirklich mit einem blauen Blatt. Und die Uhr ist grundsätzlich erstmal nicht verändert, aber sie wirkt vor allem durch dieses fünfreihige Gliederarmband im Jubilee-Stil, wie ich es jetzt einfach mal nenne, wirkt sie tatsächlich anders und wirkt sie, finde ich, aus meiner Sicht sogar auch irgendwie moderner als mit diesem anderen Band, was so diese Fake-Nieten zum Beispiel hat. Ja. Ich finde es eine super interessante Uhr, muss ich sagen. Preislich sind wir eigentlich ist es ein bisschen teurer geworden durch das Band, aber liegt jetzt bei 5.660 Euro. Es ist Boutique-only, Boutique-exclusive. Spannend bei einem Band auch noch, sie kommt mit dieser Tiefhitzschließe und da muss ich sagen, das ist für mich schon ein großes Plus, weil diese Tiefhitzschließe ist wirklich gut gemacht. Also das ist eine sehr gute Lösung, ist auch sehr, auch haptisch sehr wertig gemacht. Und finde ich persönlich, ist ein großes Upgrade, wenngleich auch ja gar kein, also de facto ist es kein großes Upgrade, aber so von der Funktionalität her ist es ein großes Upgrade zu dem bisherigen Black Bay Chronographen. Und ich muss sagen, ich bin Fan davon. Was hast du zu der Uhr? Ja, also ich sag mal, der Black Bay Chrono ist natürlich nach wie vor eine Uhr, die in meinem Handgelenk irgendwie nicht gut aussieht, weil es einfach schon ein großes Ding ist. 41 mm im Durchmesser, ja. Ja, und auch relativ hoch und relativ klobig. Also, ganz kurz, 14,2 mm hoch ist eigentlich, wir haben jetzt heute viel über Chronographen gesprochen, ist eigentlich gar nicht so hoch, oder 14,4 mm hoch, glaube ich, offiziell, ist aber egal, ist gar nicht so groß, wenn wir über andere Chronographen halt schon geredet haben. Aber das Problem ist auch, ja. Das Problem ist ein bisschen bei ihr. Das Problem ist ein bisschen, sie hat halt, die Flanke der Uhr erstreckt sich quasi über die gesamte Gehäusehöhe. Und dadurch wirkt sie auch in der Seitenansicht, finde ich, viel höher auch, als massiv, sie ist. Und das ist ein bisschen das Problem. Also zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Also zum einen hat die natürlich auch eine relativ breite Lünette, die Uhr groß wirken lässt. Man ist hier sich treu geblieben und hat nach wie vor das alte Kronendesign. Also wir haben da jetzt von den neu vorgestellten Varianten der Black Bay 58 GMT oder der neuen Black Bay 41 haben wir überall ein neues Kronendesign und nicht mit dieser fein graduierte verbaut. Das finde ich interessant, dass man da irgendwie beim Chronographen irgendwie einheitlich geblieben ist. Es ist natürlich irgendwie so ein Farbthema, was man irgendwie schon öfter irgendwie so in so diesen Rolex-Spekulationen mal gesehen hatte, gerade als es so um den Relaunch der Daytona ging, ob man mal so blau-silber geht. Für mich ist es irgendwo so eine Farbkombination, die so ein bisschen, ja, ich bin immer kein Fan davon eigentlich, das zu sagen, aber ich sag mal, bei jeder Uhr, die Omega rausbringt, wird ja irgendwie so der Vergleich gezogen. Ah ja, jetzt haben sie eine grüne Speedmaster rausgebracht, jetzt machen sie Rolex nach mit der, wie hieß sie, Conor McGregor oder sowas, gab es ja diese, oder ja, diese goldene Daytona mit grün. Dann bringen die irgendwie, ja, also egal welche Farbe Omega rausgebracht hat, heißt es immer, ah ja, Rolex hat, sie machen jetzt Rolex nach. Für mich ist das jetzt tatsächlich eine Farbkombination, die für mich relativ Omega konnotiert ist, weil es eben eine Seamaster Professional Diver 300 gibt in diesem Silberblau mit silbernem Ziffernblatt, also so silberfarbenem Ziffernblatt und blauer Lünette. Ich meine, es gibt auch eine Speedmaster, beziehungsweise die Snoopy geht ja auch so ein bisschen in diesen blau-weißen Panda-Look. Deswegen ist das für mich schon irgendwie jetzt tendenziell irgendwie so eine Farbe, die so ein bisschen eigentlich durch Omega besetzt ist.
Nichtsdestotrotz finde ich eine schöne Uhr. Es wirkt natürlich moderner. Ich würde es gerne mal irgendwie live sehen, wie es dann irgendwie in Kombination mit dem fünfgliedrigen Armband aussieht. Der Unterschied zum Jubiläeband ist einfach der, dass halt in der Seitenansicht die Glieder oval sind und nicht eben eckig oder beziehungsweise so halb, also die Glieder sind oval und beim Jubiläeband sind es so ja, halbe Ovale. Naja, blöd ausgedrückt, aber ist im Prinzip so. Deswegen, ja, das ist so der Hauptunterschied. Boutique Exclusive kann man natürlich jetzt irgendwie was von halten. Finde ich schade, dass Tudor jetzt auch den Weg geht. War ja in der Vergangenheit sehr wenig der Fall so. Also ich glaube, das, was mir jetzt so als eine der wenigen Boutique Exclusive Uhren einfällt, ist die, sind so Bronze-Varianten der Black Bay. Also es gibt zum Beispiel eine Black Bay 58 in Vollbronze mit Bronze-Armband. Das war, meine ich, ein Boutique-Exclusive. Aber sonst war das ja immer relativ wenig, was es da irgendwie so als Boutique-Exclusive gab. Fand ich irgendwie cool, weil es irgendwie, ja, auch bei Rolex gibt es ja, Rolex fährt ja zum einen auch irgendwie diese Boutique-Strategie nicht und hat entsprechend auch keine Boutique-Exclusives oder sowas. Zumindest nichts, was nach offen nach außen kommuniziert wird. Das finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt da irgendwie so spät drauf anspringt und das auch macht, aber ja, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ich finde sie wirklich gelungen, mir gefällt die gut. Ich hatte in der Vergangenheit ja auch mal einen Black Bay Chronographen, damals mit dem schwarzen Blatt. Was mich damals immer gestört hat, war schon auch das Band, weil ich mag dieses auf alt gemachte Band nicht. Und ich muss auch sagen, wenn du die klassischen Rolex-Schließen, den modernen Rolex-Schließen gewohnt bist, dann stört dich irgendwie auch, dass du da ein bisschen weniger Funktionalität hast. Ich finde deshalb die T-Flit-Schließe wirklich super. Ich finde, die Uhr sieht auch einfach an diesem Jubilee-Band oder an diesem fünfreihigen Gliederband einfach auch irgendwie frisch aus. Dadurch hat sie auch nicht so diese Daytona-Vibes. Also ich finde, das wirkt dadurch ein bisschen eigenständiger, das Ganze. Das Einzige, was mich immer stört bei der Ablesbarkeit, muss man einfach sagen, als jemand, der den Chronograph auch wirklich nutzt, dieser Snowflake-Zeiger, der verdeckt halt immer große Teile der Hilfszifferblätter, wenn er drüber liegt. Also das ist ein bisschen schwierig dann teilweise, das dann die gestoppte Zeit abzulesen. Das hat mich tatsächlich in der Praxis immer etwas gestört. Ansonsten finde ich sie super gelungen. Und das ist eine Uhr, die ich mir an mir selbst auch gut vorstellen könnte. Ich mag Blau, ich mag Chronographen. Ich finde das Band gut. Die neue Krone hätte mir wahrscheinlich auch besser gefallen. Das ist so, also ich mag diese etwas breitere Krone lieber. Ich finde, die ist halt immer so ein bisschen abgeflacht hier. Das ist aber ein kleines optisches Detail, okay. Aber grundsätzlich ist es eine Uhr, die ich an mir selbst auch sehen würde und mir an mir vorstellen könnte. Ob ich jetzt 5.600 Euro ausgeben muss, also ob der Wunsch danach so groß ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich würde die auf jeden Fall an mir sehen. Das wäre auf eine Uhr, die ich irgendwie, wenn ich so eine Wunschliste hätte, wäre sie aktuell auf jeden Fall drauf, weil ich die ganz cool finde. Ja, ich glaube halt, dass sie bei dir in der Sammlung dann neben der Daytona irgendwie einfach überhaupt keinen Wrist-Time bekommen würde. Das ist in der Praxis das Problem wahrscheinlich. Weil gerade denke ich halt, im Urlaub wäre sie jetzt cool. Ja, gut, okay, dann kauft ihr halt eine Uhr für den Urlaub, ne? Nee, aber ich sag mal, die ist halt, die Daytona ist halt schon irgendwo. Gut, viele sagen, sie ist zu klein, aber für mich ist es halt irgendwie so der perfekt proportionierte Chronograph. Deswegen glaube ich, dass es bei dir in der Sammlung einfach wenig Sinn ergeben würde, so eine Uhr noch dazu zu holen, ja. Weil die Uhr, die Daytona einfach für dich schon irgendwo den emotional deutlich höheren Wert hat. Ja, klar. Die Tudor wäre halt mal so nice to have für einen Urlaub, aber ich glaube, das wäre nichts, was lange bei dir in der Sammlung überleben würde. Deswegen, ja. Ja, also man braucht sie nicht wirklich, du hast recht, aber cool finde ich sie trotzdem. So, Lukas, lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt über vieles gesprochen, fast 2 Stunden jetzt auch schon die Folge lang. Ja. Aber es war mal ein, glaube ich, ganz, ganz ordentlicher und detaillierter Recap über die Neuheiten, die jetzt in den letzten Wochen herausgekommen sind. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank dafür deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich jetzt aus Schweden auch hier zusammen, dass wir uns jetzt hier über diese ferne Distanz zusammenschalten konnten. Schreibt uns gerne mal, welche Uhr oder welches Highlight der Geneva Watch Days euch am besten gefallen hat. Kommentiert gerne, welche Uhren ihr da gelungen findet, welche ihr gerne selbst hättet. Interessiert uns immer. Danke natürlich für all diejenigen, die jetzt so lange zugehört haben. Danke dafür, dass ihr dran geblieben seid. Und entschuldigt nochmal, wenn wir es aktuell nicht jede Woche hinkriegen mit einer Folge. Wir tun unser Bestes, aber es klappt halt nicht immer. Und Lukas,
ich kann eigentlich nicht mehr viel sagen. Danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß in Schweden. Genieß es. Und das letzte Wort geht an dich. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir werden uns trotz des Auslandssemesters noch regelmäßig hören. Ich werde berichten, ob ich bis jetzt, das merkt man halt echt sofort wieder so den Unterschied zwischen daheim irgendwie nur BWL-Studenten, mit denen man so zu tun hat. Da hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt viele, die tiefgreifend sich mit Uhren beschäftigen, aber man sieht doch schon relativ viele schöne Uhren. Und jetzt hier unter den Austauschstudenten hat man dann doch irgendwie sehr viel irgendwie bunt gemischtes Publikum aus allen möglichen Studiengängen. Da ist es dann halt auf einmal irgendwie ganz, ganz anders. Ne? Also ich habe eine Christopher Ward gesehen, ein Christopher Ward Diver, irgendwie eine Tissot Gentleman, und das war es dann irgendwie auch mit mechanischen Uhren unter 200 Leuten. Das ist schon irgendwie krass, so der Unterschied. Aber ja, ich werde berichten, was sonst noch für Eindrücke sammelt, was für Erinnerungen ich irgendwie auch mit der Blackbe 58 sammle. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald.